Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 393. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, hallo. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, es gibt Neuigkeiten aus dem Hause DFL, über die wir gleich sprechen wollen. Ich würde sagen, wir machen auch gar nicht lange rum, sondern steigen auch direkt mit dem Thema quasi ein. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen chronologisch dadurch oder mal aufzulisten und würde euch da jetzt einmal so ein bisschen reinwerfen. Ja, erstmal grundlegend, gestern war die nächste Runde der Politik, die ja dann unter anderem auch das Thema Sport und damit auch verbunden das Thema erste und zweite Bundesliga besprochen hat und hat quasi die Möglichkeit freigegeben, dass die erste und zweite Bundesliga ab der zweiten Maihälfte ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Das Thema DFB-Pokal ist noch offen. Das Ganze wurde entschieden, nachdem die DFL sehr ausführlich ihr nochmal überarbeitetes Konzept dem Sportausschuss vorgestellt hat. Und heute gab es dann eine entsprechende Mitgliederversammlung der DFL und einer darauffolgenden Pressekonferenz, in der bekannt gegeben wurde, dass ab dem 16.05. die erste Bundesliga mit dem 26. Spieltag wieder startet und es das Ziel ist, dass weiterhin bis zum 30.06. gespielt wird, was zur Folge hat, dass in dem Programm es zwei englische Wochen geben wird. Das macht man unter anderem deswegen, weil das Ganze sowohl finanzielle, aber auch rechtliche Gründe hat mit diesen ganzen Spielerverträgen und man sich da so ein bisschen unsicher ist, ob man die wirklich so easy verlängern kann oder nicht. Deswegen wollen die da kein Risiko eingehen. Ja, das ist jetzt erstmal so der Stand. Das heißt, ab nächster Woche Samstag 15:30 rollt der Ball wieder. Was ist denn so eure Meinung dazu? Ja, also schwierige Kiste tatsächlich. Ich bin immer noch unschlüssig. Also, und es schwankt bei mir tatsächlich täglich. Also es ist, ist bei mir so, dass ich gestern ob der ganzen Situation kaum Regung gezeigt habe, weil die Ankündigung zu einem Zeitpunkt kam, in dem sehr, sehr viel unklar war, immer übrigens tatsächlich auch immer noch ist. Ich arbeite ja unter anderem auch im Social Media Management und sehe da sehr, sehr viel Unverständnis auf der einen Seite dafür, dass die Bundesliga weitergeht und auf der anderen Seite beispielsweise sehr viele Eltern keine Erleichterung bekommen, dass die Kitas noch zu haben und so weiter und so fort. Ich merke da eine relativ große Unzufriedenheit. Und dadurch, und ehrlich gesagt, konnte ich beispielsweise auch nicht verstehen, dass du die Bundesliga eröffnest, aber beispielsweise, in Hessen haben sie es jetzt ganz merkwürdig geregelt, in anderen Bundesländern ja auch, du darfst jetzt von zwei unterschiedlichen Familien oder Wohngemeinschaften treffen. Aber es ist noch nicht mal eine Regelung so, ja, jetzt machen wir bis fünf, jetzt könnt ihr euch bis fünf Leuten treffen oder so. Also es ist ganz schwammige Regelung. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich erst eigentlich nicht darüber freuen konnte. Heute mit der DFL-Pressekonferenz muss ich sagen, ich schwank halt auch schon wieder in die andere Richtung. Ja, kann ich verstehen. Es ist extrem schwierig für mich tatsächlich, weil so ein bisschen Rhythmus ist natürlich schon ganz schön. Ja. Ich habe zu dem Thema Schule und so auch gleich noch etwas, weil da habe ich mir auch intensiv als Mitbetroffener auch Gedanken gemacht. Aber vielleicht erstmal Basti, Dennis, was ist denn so eure Gefühlslage bei dem Thema? Ich lasse gerne erst einen Basti den Vortritt. Also ich zum Thema, ich finde das mit der, ich kann die Sorgen verstehen, aber ich finde tatsächlich, dass man Schule und Kita mit der Bundesliga überhaupt nicht vergleichen kann, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich das in Verbindung bringen würde, weil da reden wir schon über andere Teile. Also es gibt, glaube ich, mehr Schüler und Kita-Kinder als Bundesligaspieler in Deutschland. Ich glaube tatsächlich, was ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, als wir da noch wirklich kryptisch drüber gesprochen haben, muss ich sagen, dass ich mir genau das so vorstellen konnte, dass die Bundesliga im Zuge mit weiteren Lockerungen dann auch das machen darf. Weil wir reden ja darüber, Gastronomie darf teilweise wieder öffnen, ab 15.05. glaube ich, dass quasi die Bundesliga in so einer Rutsche dabei ist eigentlich. Zu denken, okay, wenn das geht, dann geht Bundesliga auch, weil Bundesliga tatsächlich weiterhin im Bereich bleibt, der natürlich dahingehend privilegiert ist, dass er mehr Geld zur Verfügung hat, um sich Tests zu besorgen und so weiter und so weiter, aber natürlich auch eine Personenzahl hat, die trotzdem nicht so krass ist. Also es ist ja trotzdem nicht so,
dass dadurch, dass die Bundesliga weitergeht, wir darüber reden, dass sich jetzt irgendwie 50 bis 100.000 Menschen treffen. Nein, das sind halt die Bundesligaspieler, das ist der Staff, das ist so ein bisschen Personal. Also von der Zahl und von den Tests her finde ich es weiterhin unbedenklich. Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wie ich das sehen werde, weil, wie Marvin es gesagt hat, bei mir schwankt es noch, mir war es teilweise egal, gestern hatte ich noch gar keine Meinung dazu, muss aber tatsächlich sagen, dass ich schon neugierig bin, wie es sein wird, wenn die Eintracht am Samstag 18:30 gegen Gladbach spielt. Also ich gehe davon mittlerweile ein bisschen, ehrlich gesagt, davon aus, merke ich so ganz tief in meinem Bauch, ich glaube, ein bisschen jucken wird es mich dann doch schon. Also so ein bisschen Bock habe ich, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß es aber noch nicht. Das, die spannendste Sendung, was das betrifft, wird, glaube ich, die Dienstag nach Gladbach. Sehr gut, sehr gut. Basti, da knüpfe ich gerade dran an. Also ich muss wirklich sagen, ich habe heute von dem Tag so gar nichts mitbekommen. Deshalb bin ich immer noch in dieser Gefühlslage jetzt die ganze Zeit gewesen, ja, von gestern. Und ihr hattet ja anscheinend auch all dasselbe ja, Gefühl. Da war noch nicht so wirklich viel Regung. Das ist im Endeffekt, naja, mal schauen, wann es dann wirklich stattfindet. Waren ja erst drei Termine auch, 15., 22., 29., da habe ich noch gedacht, ach, die müssen ja erst noch mit, welche auch immer Quarantäneregelung und was weiß ich, was da ja für ein Rattenschwanz da noch hinten dran hängt, war ich also eigentlich noch recht skeptisch. Dann heute kam ja dann so, aufs Handy konnte ich auch zwischenzeitlich mal gucken, habe dann gedacht, was, okay, gestern Abend war ja der Termin dann auch schon relativ klar, dann ja heute die Meldungen, 16.05., 18.30 Spiel, in dem Augenblick war es schon so, boah, ich habe echt Bock auf Fußball. Auf der anderen Seite, und deshalb finde ich das auch gut, Marvin, dass du das so aufgegriffen hast, die Diskrepanz zwischen den aktuellen Situationen, wo es einfach sehr, sehr viele Situationen noch gibt, die ungelöst sind und die problematisch sind. Thema Kita ist sowieso, also finde ich absolut unglücklich, weil es eben ganz viele Leute trifft, die jetzt wieder arbeiten müssen und keine Möglichkeit haben für Kinderbetreuung etc. Auf der anderen Seite aber auch trotzdem die Thematik Altenpflege, Altenheime, Testate, Mittel. Natürlich, es ist ein anderer Kosmos und deshalb verstehe ich auch die Argumentation von Basti, dass er sagt, kannst du nicht miteinander vergleichen, die haben halt ihre eigenen Testsets gekauft und Dings. Trotzdem ist das für mich immer ein problematisches Abwägen. Ist das dann wirklich jetzt in Ordnung, wenn es Situationen gibt, in denen es einfach total scheiße immer noch läuft? Und das ist, deshalb kann ich mich noch nicht so richtig freuen und kann sagen, hey, ich stelle mich jetzt hier hin und sage, geil, die Bundesliga startet wieder, weil ich von vielen Leuten dann angeguckt wird, hast du es noch alle? Das ist doch das Beschissenste, was laufen kann. Ist aber einfach was, ich bin da im Moment auch noch sehr zwiegespalten. Jungs, ich glaube, bei euch geht es ja genauso, wenn ich es raushöre. Ja. Und definitiv bin ich gespannt, wie die Gefühlslage nach dem Spiel sein wird. Denn wenn wir uns vor ein paar Wochen unterhalten haben, ging es ja auch darum, wie schneidet die Eintracht überhaupt bei Geisterspielen ab? Wie haben sie diese Corona-Phase, die Trainings? Da können wir ja nachher noch drüber kommen. Genau. Ja. Also das ist ja genau, was du sagst. Und ich meine, den Vergleich, den ich angebracht habe, da geht es ja nicht um Personenvergleich, so und so viel Kinder, so und so viel Spieler. Das ist ja ganz klar. Es geht nur um eine öffentliche Wahrnehmung. Es geht nur um eine öffentliche Debatte. Und die öffentliche Debatte ist halt momentan sehr, sehr eingefahren. Muss man tatsächlich auch mal sagen, ja. wo man halt der Bundesliga tatsächlich auch sehr, sehr, und das hat übrigens auch der Markus, der hat uns geschrieben, Ernst Mosch, der hat mir bei eine Direktnachricht geschrieben, die auch sehr eingefahren ist, wo man durchaus auch mal drüber sprechen kann, ob die Bundesliga nicht gerade sogar viel zu viel abbekommt an dem, sag ich mal, kleinen Shitstorm oder an den Beleidigungen, beziehungsweise wird nicht vielleicht sogar viel zu viel an ihr abgearbeitet für Dinge, die vielleicht einen ganz anderen Platz finden sollen. Und das ist halt vielleicht auch eine Debatte, über die wir mal sprechen müssen. Mir geht es nur um die Social-Media-Wahrnehmung, was ich mitbekommen habe von anderen Leuten, wo ich halt merke, okay, diese Unzufriedenheit ist groß, aber die ist halt da, René. Ja, aber ich kann ja verstehen, dass sie da ist. Ich meine, ich bin ja auch betroffener als Vater eines Neunjährigen, wo jetzt auch die Frage ist, wann geht er wieder in die Schule und wie geht er in die Schule? Und ich habe dann auch so ein paar Kommentare da auf Twitter gesehen, so nach dem Motto, über Bundesliga wurde länger diskutiert als über Schulöffnung und so weiter. Das kann ich ja auch alles verstehen und das finde ich auch blöd, dass darüber diskutiert worden ist, aber man muss sich ja auch angucken, warum ist das so? Über die Bundesliga und über die Fortführung wurde länger diskutiert, weil es ein Konzept gab. Die DFL hat das gemacht, wofür sie da ist, nämlich die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und hat in den letzten Wochen viel Energie da reingesteckt, ein Konzept zu erarbeiten.
an dem man dann natürlich auch diskutieren kann. Das Einzige, was ich wahrgenommen habe zu dem Thema Schule, ist, dass man sich nicht einigen konnte und dass Bildung Ländersache ist. Also ist ja eigentlich das Thema, dass die Menschen, die ein Konzept hätten vorlegen sollen, sich darauf geeinigt haben, dass sie sich nicht einigen können. Und dann ist es auch klar, dass da keine Entscheidungen getroffen werden. Für mich ist die Diskussion eine falsche. Die Bundesliga ist nicht daran schuld, dass Schulen und Kitas nicht öffnen, sondern da ist die Politik so weit in der Verantwortung, dass sie sich hätten mehr kümmern müssen, meiner Meinung nach. Und da wird die Diskussion für mich falsch geführt. Ich kann trotzdem diesen Unmut total verstehen. Ich hätte mir jetzt auch mich gefreut, wenn es gehießen hätte, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt ein stichhaltiges Konzept und man hätte meiner Meinung nach auch fairerweise sagen können, liebe Bundesliga, das ist schön, dass ihr hier Tests auf eigene Rechnung kauft, aber stattdessen kaufen wir als Bund diese Kapazitäten und testen Bildungspersonal und vielleicht auch irgendwie Schüler und sorgen dafür, dass da irgendwie mehr Schule stattfinden kann. Das hat man aber ja nicht getan, aber da kann die DFL ja nichts für. Das ist ein entscheidender Punkt, finde ich, weil was Marvin sagt, ist ja richtig. Weil da muss die Bundesliga sich drauf einstellen vorher schon und das wird nicht besser, wenn es jetzt wirklich losgeht. Also dieses, und da werden natürlich auch, und du kannst auch nicht jedem, der sich aufregt, sagen, ja, aber, sondern der regt sich halt auf, wie Marvin sagt. Das soll er ja auch. Ja, siehst du, aber du wirst ihn dann auch nicht mit rationalen Argumenten kommen können. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Aufgeregtheit, die wird weiter da sein, weil die ist ja bei uns auch da. Weil wir sind ja jetzt hier nicht, nur weil wir Fußballfans sind, sitzen wir ja nicht da und sind nicht mehr von anderen Sachen betroffen, die Corona so Auswirkungen hat. Also, es ist ja gar nicht so, ich glaube, ich finde, dass man tatsächlich da Druck rausnehmen muss, zu sagen, ganz ehrlich, die Bundesliga ist von der Wichtigkeit für die Außendarstellung ein bisschen überschätzt, glaube ich sogar. Ich glaube nicht, dass das dafür sorgen wird, dass ganz, ganz viele Millionen Menschen jetzt wieder froh sind, sondern die werden ähnlich neugierig sein wie wir, aber es wird nichts ändern. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass es im negativen Sinne nicht viel ändern wird. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga großen Schaden anrichtet. Und das ist so für mich, was unterm Strich stehen bleibt. Zu sagen, okay, mal gucken, man muss nicht direkt eine Meinung zu haben, aber was Marvin schon gesagt hat, den Gedanken zu haben, kriegt die Bundesliga nicht an mancher Stelle vielleicht so ein bisschen viel Shitstorm ab, weil sie jetzt exemplarisch benutzt wird für Sachen, die an anderer Stelle nicht richtig laufen. Das ist genau der Punkt, was du eben gesagt hast, René, und das sehe ich auch so. Man muss aufpassen, dass man Dinge jetzt nicht vermischt, weil man kann ja sowohl sagen, ich habe zur Bundesliga keine Meinung, reg mich aber auch nicht auf, finde aber scheiße, was da und da gelaufen ist oder wie das und das geregelt ist. Und der nächste Schritt ist zu denken, wir wissen es auch immer noch nicht. Also wir wissen nicht, ich kann dir nicht sagen, ob es richtig wäre, die Kitas wieder aufzumachen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also da lasse ich mich gerne von allen überzeugen. Dazu habe ich tatsächlich noch weniger Meinung als du. Es kann dir ja auch keiner sagen, ob es jetzt richtig ist, tatsächlich diese Bundesliga fortzusetzen. Das war ja das, was Seifert heute in dieser Pressekonferenz auch klar und deutlich gesagt hat. Dass er gesagt hat, wir wissen nicht, ob es richtig ist, aber wir haben uns jetzt so entschieden. Und da muss ich auch sagen, das finde ich an der Stelle auch richtig, einfach auch mal sagen, wir entscheiden jetzt mal was und wir machen mal was und wir gucken uns das sehr genau an, auch mit der Gefahr, dass wir damit auf die Nase fallen. So eben, und das ist genau der Punkt, was Leute auch nicht vergessen, aber auch vergessen dürfen, was wir auch gesagt haben. Du hast schon gesagt, das Konzept müssen die vorlegen, ganz normal, das ist im Interesse von denen. Und B, die müssen es halt probieren. Und wenn in 2 Wochen, das heißt ja gut, das ist nicht durchführbar, wir haben es jetzt gemerkt, weil ganz ehrlich, eine Blaupause haben wir alle nicht dafür, die DFL als allerletzte auch nicht. Also ich glaube, jeden hat das unvorbereitet getroffen und die werden genauso auch in der Schwebe hängen wie wir. Und natürlich kann es sein, dass in 2 Wochen gesagt wird, na, es ist nicht durchführbar, müssen wir lassen. Punkt. Das ist absolut möglich, ja. Also ich denke auch, ich finde es auch gut, dass wir uns über Fußball konzentriert unterhalten und nicht über Kita-Öffnungen und so weiter und so fort, weil da haben wir tatsächlich noch weniger Ahnung und das bringt auch nichts. Also da müssen andere Experten ran und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Deswegen finde ich es teilweise sogar akzeptabel, halt auch wirklich darüber unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber wenn wir wirklich bei der DFL bleiben, ist es natürlich ein Versuchskaninchen. Ne? Ich meine, es kann alles gut laufen und das sind diese zwei Bereiche. Ich meine, im Endeffekt war es jetzt zuletzt so, dass die Zahlen zurückgegangen sind. Die letzten beiden Tage war es nicht so, da ist es wieder hochgegangen in einigen Teilbereichen. Darüber muss man auch reden, das muss man auch im Blick haben. Spielt uns gerade jetzt, sage ich mal, alle nicht in die Karten, ja. Aber es ist natürlich so, dass das jetzt ein Versuchskaninchen ist, es wird probiert. Und das Konzept
so von dem, was ich gelesen habe, klang in Ordnung. Jetzt natürlich können wir über Einzelschicksale sprechen, wir können natürlich auch sagen, ja, was Kalu gemacht hat und die ganzen Einzelfälle, die er auch bei 93 schon behandelt hat, das ist natürlich extrem peinlich und ist extrem dumm. Und wir wissen alle nicht genau, wie genau das auch intern gehandhabt wird. Wie genau wird getestet, wenn das alles so läuft, wie das in dem Video aussah. Ja, dann sieht's halt schwierig aus. Aber ich glaube, und das muss man tatsächlich auch sagen, in dem Einzelinteresse der einzelnen Spieler, und es ist natürlich auch so, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass das Spieler Spätfolgen davon tragen. Wie genau die ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß und ich weiß auch nicht genau, ob das der Artikel, der zuletzt, glaube ich, in der Sportschau oder beziehungsweise, keine Ahnung, ich glaube im Sport, was weiß ich, irgendwo erschienen ist, ob der letztgültige ist. Tatsächlich kann man aber auch davon ausgehen, dass die DFL sich über die Spätfolgen auch Gedanken gemacht hat. Die werden mit Sicherheit nicht total unvorbereitet da reingegangen sein. Also die werden auch hier eine Abwägung getroffen haben. Und ich glaube, dass da in diesem Interesse eine Lösung gefunden werden muss. Ja, wir können gleich noch über den Zeitpunkt, 16. finde ich persönlich sehr früh, können wir gleich noch drüber sprechen, ob das jetzt der sinnvollste Zeitpunkt ist. Aber dass du das halt probierst, wir haben es die letzten Wochen auch schon gesagt, muss im Zuge einer Professionalisierung der ganzen Angelegenheit, weil es ist nichts anderes als ein Wirtschaftszweig. Und es ist halt genau das. Also wir reden hier über einen Wirtschaftszweig. Wir reden halt nicht darüber, dass selbst der Breitensport kann ja jetzt auch bald wieder Spaß machen. Das ist ja genau das Gleiche. Also das heißt, die haben ja die Lockerungen jetzt, gerade heute, auch noch daran geknüpft, dass nicht nur der Profifußball weitergeht, sondern du könntest theoretisch, könnte jetzt Basketball auch weitergehen. Es gibt Lockerungen für die Sportler, die drin und draußen, gestern hieß es eigentlich nur draußen, aber de facto kannst du jetzt auch drin bald wieder Sport machen. Auch die ganzen Fitnessfreaks, die mir mit ihren scheiß Instagram-Nachrichten auf den Sack gehen. Was ist denn los mit euch? Ohne Scheiß, kommt mal ein paar Tage klar, ohne dass ihr die ganze Zeit für die machen müsst. Nein, ey, dann geht halt draußen mal laufen. Es gibt gerade echt Wichtigeres. Und jetzt habt ihr nächste Woche euren Spaß. Dann ist doch gut. Die ganze Zeit, hallo, was ist mit Fitness? Was ist mit Fitness? Keine Ahnung, dann fress halt dein scheiß Proteindrink und geh mir nicht auf den Sack. Also ohne Scheiß, es gibt wirklich Wichtigeres. Also wirklich unfassbar. Diese ich war Leute seit 15 Jahren nicht mehr im Fitnessstudio und ich lebe immer noch. So. Nein, und es ist gut, wenn man Fitness macht, aber es gibt halt auch Dinge, die wichtiger sind. Es gibt wirklich Dinge, die wichtiger sind. Kann ich und jetzt wird es trotzdem geöffnet. Ja? Wann machen die Fitnessstudios wieder auf? Am 15. Die Fitnessstudios machen auch wieder auf. Ja, ja. Es ist deswegen. Ich glaub schon, ja. Voll, Alter. Deswegen, geil. Es gibt ja eine komplette Öffnung dahingehend. Wer weiß, ob die vielleicht auch irgendwie zu krass ist tatsächlich. Muss man abwarten. Also kann wenn sein. Du mir das erzählst, wirkt das tatsächlich so, weil ich heute auch eben kurz bevor wir telefoniert haben, gelesen habe, stimmt das, dass auch Veranstaltungen mit unter 100 Leuten wieder erlaubt sind? Ja. In Ausnahme, also du musst das irgendwie genehmigen und besser gesagt, die Hygienevorrichtung und sowas muss ein bisschen, oder? Marvin, also habe ich es gelesen heute? Nein, also unter 100 muss nicht angemeldet werden. Was beachtet werden muss, ist, also nicht ab heute, sondern ab nächster Woche, glaube ich, was beachtet werden muss, ist, dass du die Hygienevorschriften beachtest. Das heißt, es muss es dürfen bei einer Veranstaltung von 100 Leuten dürfen halt auch nur beziehungsweise zwei unterschiedliche Haushalte zusammenstehen. Ne? Alle anderen müssen halt Mindestabstand halten. Ne? Also du musst einen Platz finden, der groß genug ist, um maximal 100 Leute unterzubringen. Und du musst Hygienevorschriften halten. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, wenn du was machen willst, unter 100 Leute, stell mal vor, du feierst einen großen Geburtstag, dann mietest dir einen riesen Platz tatsächlich, ne? Und dann kannst du, das musst du nicht anmelden, das kannst du ohne Anmeldung machen. Okay. Aber Fakt ist, sollst du nicht so nah beieinander stehen. Die Details werden noch geklärt, aber erst ab über 100 muss es theoretisch angemeldet werden, beziehungsweise muss es zugelassen werden, weil das ist natürlich so diese Grenze tatsächlich, ne? Und dann, aber das kann auch im Einzelfall in Ordnung sein, wenn eine Jahreshauptversammlung oder was weiß ich, keine Ahnung, wann die das immer machen, dann kann das auch drüber sein. Aber unter 100 ist bald schon möglich. Das heißt, wir sehen hier weitreichendere Lockerungen. Und wie gesagt, auch beim Sport. Wobei du ja schon sagen musst, auch wenn das jetzt nach so einer weitreichenden Lockerung aussieht und was es ja auch so ein Stück weit in die Richtung geht, du hast ja schon noch gewisse Hürden zu sagen, du musst einen Platz finden, der groß genug ist. Das ist ja dann auch wieder mit finanziellem und organisatorischem Aufwand verbunden. Das findest du ja auch nicht unbedingt immer so einfach.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass man anhand dieser, wie Marvin es schon sagt, das sind gar keine soften Lockerungen, sondern das sind teilweise schon gravierende Dinge, also für unsere Zeit und für die Entwicklung, die es genommen hat. Erinnert euch dran, wie langsam das ging so teilweise. Also das ist schon, dass man sagt, oh. Und ich finde, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist genau das, was ich dachte, was passiert, dass die Bundesliga da halt mitrutscht. Zu sagen, okay, das ist jetzt wieder erlaubt, Fitnessstudio, ja, okay, Bundesliga auch. Also das ist nicht so, dass wir davon reden, es hat sich nichts geändert, und nur die Bundesliga geht weiter, sondern die Bundesliga ist quasi mit durch diese Tür noch gekommen. Dass nicht alle durch diese Tür passen, war halt auch klar. Aber ich glaube, die Bundesliga ist schlank genug tatsächlich, dass sie zurecht durch diese Tür kommen. Muss ich tatsächlich sagen, wenn ich das jetzt alles so vergleiche. Immer mit dem Nebensatz, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen es haben wird, wenn die Bundesliga weitergeht. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen es haben wird, wenn Veranstaltungen, wie Marvin es gerade beschrieben hat, unter diesen Regeln stattfinden. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass viele keine Ahnung haben und dass man das halt tatsächlich im Nachhinein bewertet. Und es sein kann, dass wir in 3-4 Wochen darüber reden, oh Leute, da waren wir zu schnell. Wieder Druck rausnehmen, ist wieder nicht erlaubt. Also das, genau. Damit müssen wir auch rechnen. Ja, klar. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Gerade wenn es wirklich es ist jetzt gerade problematisch, aber natürlich, gerade wenn wir um Sport sprechen, ist es natürlich auch so eine Sache, was jetzt nicht stattfindet, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also wenn du bald wieder ins Fitti gehst, Basti, musst du halt danach stinkend, keine Ahnung, vielleicht hast du einen wohltuenden Duft, wenn du Sport gemacht hast, musst du aber unverrichtete Dinge dann das Gebäude verlassen und kannst nicht dort duschen. Das musstest du dann zu Hause machen, weil das sind zusätzliche Hygienemaßnahmen, weil es wird problematisch. In feuchten Räumen ist es wahrscheinlich so, dass sich das Virus besser verbreitet und so weiter und so fort. Einzelheiten, aber das zeigt sich natürlich, dass auch, ich meine, wie gesagt, das ist für mich tatsächlich, das Fitnessstudio, wo viele Leute zusammenkommen, ist für mich tatsächlich schon eine krasse Sache tatsächlich. Das hätte ich auch nie gedacht, das hätte ich auch nie gedacht, deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt, weil das wundert mich tatsächlich, weil das tatsächlich eigentlich ein Bereich ist, wie du sagst, da kann man am ehesten darauf verzichten, muss ich tatsächlich sagen, weil du kannst die Sachen, die du dort machst, mit ein bisschen Improvisationstalent auch irgendwo anders machen. Und tatsächlich ist das ein Ort, der ist geschlossen, da wird viel geschwitzt und so ein Kram. Also deswegen war ich auch so schockiert, muss ich sagen, beziehungsweise wirkt es wahrscheinlich sehr, dass ich mich sehr gefreut habe. Allerdings freue ich mich jetzt nicht mehr, weil Marvin eben quasi mir den Druck rausgenommen hat. Weil das hört sich für mich so an, als wenn meine Sauna noch nicht auf wäre. Nee, die mit Sicherheit noch nicht. Dann bin ich jetzt wieder traurig. Das wird tatsächlich, glaube ich, echt ein problematisch. Darüber muss man sprechen. Ich glaube, dass das jetzt im Einzelfall jetzt echt, muss man nochmal drüber reden. Also du kannst wahrscheinlich pumpen, aber danach saunieren musst du einfach. Ist ja auch egal. Also wie du schon gesagt hast, das ist ein Bereich. Aber ich finde trotzdem, dass dieser Bereich trotzdem ein gutes Beispiel ist, zu sagen, okay, die DFL lässt halt tatsächlich, passt für mich in dieses Raster der Art der Lockerung, muss ich sagen. Dann ist das halt so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass man das gar nicht abschätzen kann. Finde aber trotzdem, was einer von euch vorhin gesagt hat, oder was wir auch in der Vorbesprechung gesagt haben, zumindest kann man festhalten, dass man das Gefühl hat, es passiert was. So. Ja. Also es ist trotzdem so, dass mich das bewegt, richtig, anders als die letzten Wochen, wo ich das Gefühl habe, ich stumpfe jede Woche mehr ab. Also so ein bisschen Emotionen, die ich noch nicht einordnen kann, habe ich schon gehabt. Jetzt ja, ich habe mich durchaus auch ein bisschen gefreut, auch dann jetzt zumindest die Option zu haben, wenn schon nicht im Stadion, aber dann zumindest mal zu versuchen können, Fußball zu gucken, ob es einem gefällt oder nicht, da hatten wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, das wird dann der erste oder vielleicht auch der zweite Spieltag zeigen, wie es dann aussieht. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Hygienemaßnahmen, die ja dann auch die DFL da auch verfolgen muss. Unter anderem müssen alle Mannschaften vorher in eine Quarantäne, wo es ja am Anfang irgendwie hieß 14 Tage, wo aber ja gestern schon in der Pressekonferenz von Merkel, Söder und ich kann mir den dritten Namen immer nicht merken, die Frage war, wie lange die in Quarantäne müssen und sie gehen eben keine 14 Tage, sondern nur 7 Tage, weil es ja jetzt eben nicht darum geht, Erkrankte wieder gesund werden zu lassen, sondern es einfach nur nochmal so eine Sicherheitsschiene ist, um eben im Zuge von den Testungen, die parallel auch stattfinden, dann eben sicherzustellen, dass auch vorher wenig oder möglichst wenig Kontakt irgendwie stattfindet. Deswegen gehen die so 7 Tage vorher nochmal in Quarantäne. Das wird auch in diesem Konzept der DFL, was auf deren Internetseite einsehbar ist, beschrieben. Zusätzlich haben sie jetzt die Option oder behalten sich die Option offen. Das muss noch final entschieden werden. Bis zu 5 Auswechslungen pro Spiel dann auch durchführen zu können, um dann da auch so ein bisschen
den vielleicht noch nicht ganz so fitten Spielern wieder Rechnung zu tragen. Da fehlt allerdings noch die offizielle Bestätigung der FIFA, die, glaube ich, für morgen erwartet ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Zusätzlich kriegen die Spieler Regeln für Kontaktvermeidung auch außerhalb des Trainings- und Spielbetriebs. Auch für die Schiedsrichter wird es Hygieneregeln geben, die jetzt auch ab dieser Woche und dann auch immer vor den Spieltagen nochmal getestet werden. Und es wird auch innerhalb des des Kölner Videokellers werden auch Umbaumaßnahmen stattfinden und dort wird auch mit reduziertem Personal gearbeitet, sodass dann da eben auch möglichst wenig Kontakt quasi ist. Und dann gab es auch heute in der Pressekonferenz nochmal eine Frage, wie denn mit umzugehen ist, wenn jetzt tatsächlich infizierte Fälle bei Spielern auftauchen. Das war ja auch das, wo wir auch beim letzten Mal schon intensiv drüber gesprochen haben. Muss dann der Spieler in Quarantäne, muss dann ein kleiner Teil der Mannschaft in Quarantäne oder muss vielleicht auch die ganze Mannschaft in Quarantäne? Und da war die Äußerung von Seifert heute, dass sie da zwar sehr wohl Pläne haben, wie sie damit umgehen, dass aber die maßgebende Entscheidung immer von den lokalen Gesundheitsämtern mit den Vereinen zusammen stattfindet. Also da, finde ich, haben sie die Entscheidung wieder so ein bisschen von sich weggeschoben und waren da jetzt für mich nicht so ganz konkret. Ist aber, glaube ich, auch an der Stelle nachvollziehbar, weil es dann ja auch sehr schnell dann irgendwelche rechtlichen Aspekte hat, wo man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen absichern muss. Okay, mhm. Ja, okay. Also ja, wollen wir da schon einhaken oder was? Ja, wenn du möchtest. Ja, also natürlich ist es, wie gesagt, ich finde es ja auch gut, können wir nicht oft genug darauf rumreiten, dass wir dementsprechend, ja, wir sind keine Virologen, wir sind keine Experten in der Hinsicht, dass wir so ein Konzept beziehungsweise auch, ob die Quarantänebestimmungen richtig sind, nachvollziehen können oder beziehungsweise richtig bewerten können. Ich fand, vom Gefühl her fand ich die 7 Tage relativ kurz. Ich hatte mich ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert tatsächlich, weil, aber nicht wegen der 7 Tage an sich, sondern weil wir ja zuletzt ja die Fälle mitbekommen haben in Köln. Und Ja, genau, das waren die allerletzten Fälle. Und das heißt, wenn ich das zurückrechne, ist dann genau die Person, die da getestet wurde, ist ja am Freitag publik geworden, am 1. ist es publik geworden. Stell dir mal vor, am Donnerstag hat es die. Das heißt, am 15. müsste die dann genesen sein, so roundabout. Das ist so der Druckschluss. In dem Moment, wo du infiziert als Infizierter giltst, dann hast du diese 14 Tage Quarantäne. Aber in dem Fall geht es ja nur darum, die Leute, die jetzt negativ getestet sind, die nochmal in der Quarantäne. Ja, ja. Ich meine jetzt, ja, genau. Genau, der ist jetzt positiv getestet. Der ist positiv getestet. Der hat die 14 Tage Quarantäne. Rums. Genau, genau, das meine ich. Mir geht es jetzt nur, mir geht es darum, dass der positiv getestet wurde am 1. Und das heißt, der erste mögliche Termin, wann er wieder gesund ist, ist tatsächlich der 14. oder 15. Das wäre richtig. Der wäre dann. Genau. Und dann spielt er auch. Und dann spielt er auch. Also das finde ich halt ein bisschen absurd, dass wir uns wirklich gesagt haben, dass sie sich wirklich gesagt haben, okay, wir nehmen den frühestmöglichen Termin, das ist der 16. Mir war ich ein bisschen irritiert, weil ich hätte normalerweise einfach einen späteren, damit wenigstens die Quarantänephase sinnvoll mit 2 Wochen irgendwie nochmal gefüllt werden konnte. So ist es halt Spitze auf Knopf. Und ich hätte normalerweise gesagt, den 23. hätte ich sinnvoller gefunden. Ja, wobei da ja jetzt kein Unterschied ist zu ob da jetzt der Spieler in Quarantäne, also ich will das jetzt nicht verteidigen, ich verstehe deinen Punkt, aber ich will einmal nochmal da auch den anderen Punkt draufbringen. Wenn du jetzt als Privatperson positiv getestet bist, dann gehst du in 14 Tagen in Quarantäne und ab dem 15. Tag kannst du auch wieder bei Rewe an der Gemüsetheke stehen und kannst da wieder den Salat angrapschen. Also, ja, klar. Ist ein guter Punkt, aber gerade nochmal, um Marvins Punkt da auch nochmal aufzugreifen, ich finde es auch problematisch, weil ja im Endeffekt du in Spielgefüge und Trainingsgefüge ja da auch eingreifst, wo wir uns alle ja sicher sind, der Trainingsrückstand ist wahrscheinlich ein problematischer Punkt hier. Ich bin mal gespannt, was für ein Spiel wir am 16. da dann sehen. Ein fürchterliches. Es ist, also ich sag mal so, um entsprechende Mannschaftstrainings einfach ein bisschen konsequent durchzuziehen, hättest du einfach nochmal 2 Wochen Zeit geben müssen, meiner Meinung nach, um einfach die Qualität der Bundesliga nochmal auch wieder auf ein Level zu bringen, was dem würdig ist. Ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass hier insbesondere bei den etwas spielschwächeren Mannschaften Grüße nach Bremen. Ja, könnte dann interessant werden. Nein, es ist, also finde ich tatsächlich, finde es auch ein bisschen knapp gelegt mit dem 16., aber gut, so ist es entschieden. War wohl auch wollten sie wahrscheinlich hinten raus, nicht zu eng. Das war wohl auch tatsächlich so ein bisschen Diskussionspunkt, was man ja gestern schon so lesen konnte, gerade eben auch allen voran Bastis Lieblingsverein aus dem Norden hat sich da ja auch so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beschwert, weil die ja auch als letzte mit den lokalen Regelungen jetzt tatsächlich wieder in Mannschaftstraining
einsteigen konnte. Deswegen gibt es ja jetzt auch kein Freitagsspiel, sondern man hat stattdessen für den ersten Spieltag eben dieses Montagsspiel gewählt, was dann Bremen hat. Die haben dann ganze 2 Tage mehr Trainingsmöglichkeit, was unterm Strich halt auch irgendwie nichts bringt. Nee, ja, also geiler Beschissen ja. mit diesem Verein. Ja. Das ist so geil. Ja, ja, naja, gut, ihr habt jetzt irgendwie eine Woche später angefangen, aber wir geben euch 2 Tage. Zwei Tage, genau. Vielleicht schafft er es auch in einem, mal gucken. Also da ist auch Seifert heute dazu angesprochen worden und seine Aussage war da ganz klar, sie wollen eben versuchen, das zu diesem 30.06. noch durchzubringen, ja, ja. auch diesen Nachholspieltag und ja auch mit noch ein bisschen Spielraum, weil ja eben auch noch der DFB seinen Pokal zu Ende spielen will, wo es ja noch keine Entscheidung darüber gibt, ob der jetzt auch fortgesetzt werden darf oder nicht, weil eben die rechtliche Situation unter anderem mit diesen Spielerverträgen, wie einfach die jetzt verlängert werden können, wenn die Saison fortgeführt wird, da ist man sich tatsächlich uneins, da gab es keine klare rechtliche Aussage und von daher ist die Maßgabe, die sie da jetzt haben, wir versuchen das jetzt irgendwie durchzudrücken, um dann nicht irgendwie in Schwierigkeiten zu kommen. Das kann ich von einer rechtlich-organisatorischen Art und Weise kann ich das nachvollziehen, von so einem sportlichen Fairness-Gedanken ist das halt schon ein ganz großer Verarsche. Schwierig auf jeden Fall, ja. Ja. Ich weiß, Basti, dich interessiert jetzt eine sportliche Fairness bei Bremen nicht so richtig. Ja, es passt halt dazu. Ja, wenn ich ehrlich bin, natürlich würden wir uns auch beschweren, wenn es die Eintracht betrifft. Ja, natürlich. Bei Bremen muss, aber Bremen muss halt auch akzeptieren, dass wenn man sich immer beschwert, ich das halt nie ernst nehme, selbst wenn es berechtigt ist. So, also wir haben jetzt halt Pech. Ja. Ich habe ja getwittert, das Erste, was ich geschrieben habe, das Wichtigste ist halt, wenn es weitergeht, dass Bremen absteigt. Tatsächlich ist es natürlich jetzt deren goldene Brücke, um sich darüber zu beschweren, dass man nur deswegen abgestiegen sei. Ne? Ja, ändert nichts, dass man dann ein Jahr in der zweiten Liga ist, also von daher. Ja, nee, also ansonsten glaube ich, ich weiß gar nicht, sonst können wir von diesem Konzept, also der Quarantäne und Hygiene und so weiter, glaube ich, fachlich nicht wirklich viel dazu beitragen. Das müssen wir so akzeptieren. A, müssen wir es akzeptieren und B, muss man halt auch das erstmal beobachten. Also diese Studien innerhalb dieser Bundesliga, die wird halt tatsächlich jetzt live erst stattfinden. Also zu sehen, okay, müssen wir das, weil es in gewissen Bundesländern so und so ist, können wir dann gar nicht spielen, weil es sonst zu viel Nachholspiele geben würde, weil die Mannschaften ständig ausfallen. Also weil diese 7 Tage hören sich ja vielleicht gut an, aber wenn das Mittwoch ist, dann ist das Mittwoch bis Mittwoch, dann ist ein Spieltag dazwischen. So, der René hat die englischen Wochen schon angesprochen. Das heißt, diese 7 Tage helfen vielleicht auf den ersten Blick, weil du denkst, ah, 7 Tage, eine Woche. Aber das hilft dir ja nicht, wenn es Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag diagnostiziert wird und die ganze Mannschaft in Quarantäne muss und am Wochenende laut Bundesland nicht spielen darf. Dann fängt es ja an. Also dann fängt es ja an. Nachholspiel da, Nachholspiel hier, ja, dann 7 Tage da, dann fängst du an. Also ganz ehrlich, der arme Typ, der dann den Spielplan machen muss, der wird sich auch bedanken. So, warte mal, jetzt muss ich hier berechnen. Paderborn ist noch 6 Tage in Quarantäne. Die sind noch 3 Tage in Quarantäne, da können die 9 Tage gegeneinander spielen. Es geht aber nicht, weil die anderen dann gegen die anderen spielen. Und dann fangen die Vereine sich an zu beschweren, weil die alle 2 Tage spielen. Also das wird sehr interessant. Das wird tatsächlich sehr interessant, aber Marvin hat es ja schon gesagt, die DFL wird darauf vorbereitet sein und wenn es Punkte gibt, auf die sie nicht vorbereitet sein kann, dann werden das die Punkte sein, die entweder diesen Wettbewerb sehr absurd machen, gucken, ob die es durchhalten, oder den halt auch verhindern. Ich glaube tatsächlich, dass die DFL das weiß, finde es aber gut zu sagen, gut, wir sind uns dessen bewusst, wir werden Shitstorm kriegen, es wird Probleme geben, wir probieren es jetzt, weil dann kannst du dann auch, dann hat Seifert wahrscheinlich vielleicht auch in seiner Position reinigeres Gewissen zu sagen, ja Leute, wir haben es probiert, es hat nicht funktioniert, es tut mir leid, ich kann so nichts mehr machen. Auch, ja. Dann hast du nämlich dann diese Leute, die sich dann beschweren, hier Watzke und diese ganzen Dampfplauderer, den hast du dann halt tatsächlich auch ein bisschen Munition genommen, zu sagen, ja Digga, wenn du weißt wie, dann mach es halt so. Also ja. Im Endeffekt ist es tatsächlich, glaube ich, eine sehr smarte Variante und man muss halt beobachten, wie es ist. Natürlich können auch die jetzt am lautesten scheiß Bundesliga schreien, recht haben und sagen, ja, wir haben es euch gleich gesagt, das ist eine Katastrophe. Dann ist halt so. Darauf können die es jetzt schon wissen, sich aber auch einen Keks backen. Ja super, dann weißt du es halt. Werd halt Virologe und regel die ganze Scheiße. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und ich glaube, man muss ja nochmal ganz klar festhalten, wenn ihr jetzt hier zuhört. Wir kommen noch zu anderen Punkten, auch die wir anders noch wahrscheinlich kritischer beleuchten und so. Aber wir müssen jetzt erstmal dazu gehen. So, wir arbeiten sie nach und nach ab. Und ich denke, aus einer rein, soweit wir das beurteilen können, ist das Konzept erstmal an sich, ne, da können wir nicht ganz viel dazu sagen. Oder ja. Kritisch ist tatsächlich. Und wie gesagt, zum emotionalen Aspekt und wie wir das andere finden. Aber man muss natürlich, und das Ding ist, wir müssen auch sehen,
hier immer die mehreren Seiten. Es ist nicht alles immer komplett schwarz und komplett weiß. Und dieses Konzept, das scheint mir wirklich so zu sein, als wäre das ein Konzept, ein Vorreiterkonzept, um es mal positiv zu meinen. Und auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch so, stell dir mal vor, das Ding geht gut für die. Dann ist natürlich die DFL, auch wenn Seifert jetzt eigentlich so ein bisschen abgetan hat, als wäre das jetzt nicht so sein Ziel, dann sind die natürlich immense Vorreiter in so einem Konzept, in so einer Innovation, das durchzuprügeln. Also zumindest von diesem Sicherheits- und Gesundheitsaspekt wäre das ein riesiger, krasser Schritt. Und ganz ehrlich, wenn das gut geht, dann kommt auch die NFL an und fragt hier, DFB, wie habt ihr das gemacht? Weil die wollen nämlich im September dann auch starten. Die würden das mit einem ähnlichen Konzept genau so handhaben wollen. Ja, ne? Der Punkt ist ja auch der, den hatte Basti ja hier und ich glaube auch bei 93 schon das ein oder andere Mal angesprochen. Wer sagt uns denn, dass wenn eine neue Saison im September startet oder Ende August oder wann die regulär starten würde, dass das dann anders ist? Also du musst ja jetzt auch was machen. Bei der Deutschlandkonferenz, das haben wir auch schon gesagt. Genau. Das war das allererste. Ja. Weil das, du musst einen Grundstein legen dafür, dass was alles kommen kann. Und im Endeffekt wirst du halt vorneweg bis Januar nicht mit Fans im Stadion. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann so laufen im November, Oktober, dass wir dann sagen, okay, es ist wieder Lockerung möglich, wir können wieder bis 3.000 oder bis 1.000 Leute ins Stadion. So, oder ja, was weiß ich. Aber das weißt du ja vor. Nicht. Es kann ja auch und in die andere Richtung gehen und das heißt, es gibt wieder Kontaktbeschränkungen und es gibt wieder noch weniger. Logisch. Das ist ja das Problem. Du kannst ja momentan, egal was du machst, nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und deswegen finde ich ja auch einfach, ist fair zu sagen, man probiert halt mal was aus, bevor man nachher gar nichts macht, weil es gibt ja keinen richtigen und keinen falschen Weg. Aber da würde ich gerne nochmal einhaken, weil Marvin gerade die Deutschlandkonferenz erwähnt hat. Ich finde, da ist die DFL ein bisschen unvorbereitet, muss ich sagen. Weil das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächster Block, was diese Mediengeschichten angeht. Genau, weil es wirkt nämlich so, als wenn die also ich weiß ja natürlich nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber als wenn Sky ganz normal halt eine Konferenz macht. Und dann gibt es noch ein Einzelspiel, so. Und dann gibt es dies, und das ist genau dieser Punkt, den Marvin damals schon angesprochen hatte. Das kann natürlich Bilder produzieren, die dann auch wieder tatsächlich völlig überhitzte Diskussionen auslösen werden, weil, keine Ahnung, dann siehst du irgendwie 30 Leute jubeln, wenn die Eintracht ein Tor schießt. Dann siehst du vielleicht irgendwelche Johnnies, die ans Stadion gehen, extra, um das zu boykottieren. Darfst du auch nicht vergessen. Das kann natürlich sein, wenn irgendwelche Leute keinen Bock darauf haben, verabreden die sich am Stadion und so, wir sind jetzt hier. Das ist, ich finde trotzdem, dass man da tatsächlich nicht viel gemacht hat, obwohl man viel Zeit hatte, mit den Medienpartnern zusammen zu sagen, okay, das gibt ein gesondertes Konzept, weil als Seifert heute auf der Pressekonferenz dann so, ja, die spiele dann, dann spielt die Revierderby, dann ist dies, dann, also, du hast das Gefühl gehabt, okay, das Einzige, was sich ändert, keine Zuschauer. So. Und das finde ich ein bisschen, da muss man schauen, finde ich, weil ich finde trotzdem, dass das auch tatsächlich ein paar Aspekte von Marvins Idee hätten da trotzdem aufgegriffen werden können, zumindest zu sagen, okay, weil ganz ehrlich, überall, mittlerweile nervt es schon, siehst du Bilder und lustige Sachen aus irgendwelchen Videokonferenzen. Uns bei Fußball 2000 geht es schon teilweise auf den Sack, dass wir uns nicht mehr so sehen können, sondern dass wir jedes Mal von anderen mit immer unterschiedlicher Qualität irgendwie im Internet rumhängen und da irgendwie diese Bilder machen. Ja. Aber das hättest du doch zumindest sagen können, okay, es gibt Bundesligaspiele, die du so schauen kannst. Also das hätte ich tatsächlich, und weil das ist tatsächlich, das wäre wirklich keine Rocket Science, zu sagen, okay Leute, ihr dürft euch weiter nicht treffen, wir müssen uns euch darauf für euch verlassen. Und hier habt ihr, geben wir euch an die Hand die Möglichkeit, das so und so zu machen, wie ihr es aktuell sowieso gerade macht. Das macht ihr auf der Arbeit, das macht ihr mit euren Freunden und so weiter und so weiter. Dass das dann nicht integriert wird, wird natürlich dafür sorgen, ganz ehrlich, ich habe auch schon drüber nachgedacht, so, am Samstag spielt die Eintracht, wie mache ich denn das jetzt? Und dann muss ich jetzt irgendwie ein Gesetzbuch lesen, ein aktuelles, und sagen, okay, ich und mein Haushalt dürfen einen anderen Haushalt treffen und was weiß ich was. Oder Veranstaltungen unter 100 Leute, und dann gucke ich, wie viele Leute passen bei mir in die Wohnung mit 1,5 Abstand. Weil ganz ehrlich, alleine will ich es eigentlich nicht schauen. Und da wäre zumindest die Möglichkeit gut gewesen, dass man das irgendwie integriert. Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht vernommen. Da wurde auch im Vorfeld gar nicht drüber geredet. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Befürchte aber tatsächlich, dass das vernachlässigt wird im Zuge dieser ganzen anderen Maßnahmen, was man dann vielleicht sogar zum gewissen Grad verstehen könnte. Aber dann, wenn man weiß, dass es auch Spezialabteilungen dafür gibt, dann wieder nicht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das Produkt ist trotzdem ein anderes, was jetzt präsentiert wird. Klar, es geht wieder los, wir sind alle erleichtert, aber das Produkt wird ein anderes. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das anders präsentiert wird und oder wie man das selber empfindet.
Ja, also da muss ich auch sagen, das fand ich auch ein bisschen wenig. Zum einen, dass es von der DFL da keine klaren Forderungen in Richtung der Medienpartner gab, sondern dass man ja nur gesagt hat, man hat irgendwie positive Gespräche geführt. Und ja dann kurz danach die Meldung von Sky kam, dass die Konferenzen 26. 27. Spieltag im Free-TV zu zeigen sind oder gezeigt wow. werden, wo ich mir dann auch denke, so okay, was ist mit den restlichen Spieltagen, die dann danach kommen? Das ist ja dann wieder nur so eine Abo-Lock-Methode, so nach dem Motto, wir füttern euch mal ein bisschen an, damit ihr danach dann hier zu regulären Preisen so ein Abo abschließt. Und das finde ich tatsächlich dann bezogen auf diese Situation schade. Da hätte man jetzt wirklich, wie Basti schon gesagt hat, mehr als genug Zeit gehabt, um sich da Gedanken zu machen, zumal ja auch, und das hatte Seifert ja auch gesagt, die nächste Runde der Lizenzauktionen dann wieder stattfindet. Also da hätte man da ja auch mal so ein bisschen sich auch für die Zukunft jetzt mal Gedanken machen können und dann vielleicht auch mal überlegen, ob man in diese Lizenzauflagen nicht zum Beispiel sagt, okay, wenn hier irgendwie globale Pandemie und sonst irgendwie was ist, dann gibt es aber hier andere Regelungen als unter Normalbedingungen. Also das finde ich, ist mir tatsächlich auch an der Stelle, zumindest so weit, wie es jetzt bekannt wurde, ein bisschen arg kurz gekommen. Ja, lass mal genau mal da festhalten. Auf der einen Seite, du hast es eben angesprochen, wird jetzt nur der 26., 27. Spieltag. Man muss es auch mal in alles in Anführungsstrichen setzen. Wir sagen nur, das ist, sagen wir aus der Sicht heraus des Konsumenten. Ich glaube, für Leute, die oder die, für die Vertragsteilnehmer ist das wahrscheinlich schon ein Eingeständnis. Ne? Wir wissen nicht, wie viel Gelder da fließen. Für Sky ist es wahrscheinlich gar nicht so easy, das intern zu verkaufen, dass die das als also Free-TV zeigen. Ja, Marvin, ganz kurze Frage dazu. Ja. Das kommt dann auf Sky Sport News, ne? Genau, das kommt auf Sky Sport News. Der Sender ist einfach. Genau. Okay. So, genau. Und aber was jetzt auch noch dazu kommt, ist, und das, darüber können wir auch sprechen, das Season-End-Ticket von Sky, was für 39,99 Euro verfügbar ist. Also das heißt, das kannst du ab, glaube ich, was weiß ich, nächste Woche kaufen und dann bekommst du das ganze Ende der Saison für 40 Euro. Ne? Kann man drüber nachdenken, ob das jetzt zu wenig, ob das jetzt zu viel Geld ist. Es ist vielleicht. Vielleicht ist es schon in Ordnung, ja? Also ich meine, keine Ahnung, ne? Also ich finde, es ist zumindest mal ein Schritt in die okay Richtung, ja? Aber es ist natürlich bei weitem nicht das, was wir uns gewünscht hatten. Genau, wir haben über das Konzept ja, was weiß ich, Deutschlandkonferenz oder sonst irgendwie drüber gesprochen, dass du ja auch mehr Anreize schaffen musst, dass die Leute auch mit ihrem Arsch zu Hause bleiben und das halt zu Hause gucken. Weiß nicht, so richtig hundertprozentig bin ich auch nicht zufrieden, aber es ist halt so, vielleicht glaube ich, der einarmige Versuch von Sky irgendwie über die Runden zu kommen. Aber es ist halt ehrlich gesagt und auch in der ganzen, mit dem Aufzeigen in dieser Präsentation, ist es natürlich nichts Bahnbrechendes. Und weil du wieder komplett voll viele Einzelspieler hast, die keine Sau jucken in einem leeren Stadion. So ist es nämlich. Nee, Marvin, ja. Ganz kurz, um darauf auch nochmal Bezug zu nehmen. Ich finde es wirklich schade, weil du hattest ja jetzt wirklich die Chance, ihr habt schon alle gesagt, ewig Zeit hast du, um ein Konzept dir auszudenken. Du hast im Endeffekt jetzt auch die Möglichkeit, es sind sowieso ein bisschen schwierige Zeiten, mal ein neues Konzept, ein bisschen innovativ, auch mal was ausprobieren. Du kannst das ja als Zusatzservice auch sogar im Abo irgendwie mit anbieten. Sagst du, im Moment ist es jetzt kostenfrei. Wenn es sich durchsetzt, ist es ab nächster Saison dann eben, weil wir ja auch schon drüber gesprochen haben, in der nächsten Saison wird es wahrscheinlich ja immer noch so sein, dass wir unter Umständen ohne Zuschauer die Spiele sehen. Das heißt, das könnte sich sogar weiterentwickeln, heißt vielleicht neue Einnahmequelle etc. Also ja, so richtig, es ist null innovativ und der Punkt, der finde ich, der darf da nicht zu kurz kommen, ich finde es fahrlässig und Basti hat es vorhin richtig gesagt, denn du gibst hier ein völlig falsches Zeichen nach außen hin. Die Leute werden, und da bin ich mir sicher, wenn das Konzept wirklich so einfach umgesetzt wird, dass gesagt wird, okay, wir machen alles wie immer, hauen es halt raus, ein bisschen mal Free-TV oder auch mal ein vergünstigtes Abo, so hältst du die Leute nicht zu Hause. Und so gucken nicht jeder mit seinem Handy und macht noch eine lustige Videoschalte und sagt, hey, guck mal, bei dir läuft ja die Minute 26 später, bei mir. Ja, genau. Also das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Sondern wird wieder gesagt, komm, wir setzen uns alle zusammen und dann gucken wir mal, das wird eh nicht kontrolliert, komm, wir setzen uns bei mir in den Keller oder Dings und dann machen wir ein bisschen Abstand, wie willst du denn das machen? Und diese Aussagen mit, ich muss wirklich sagen, das finde ich so zum Kotzen von Sky, dass da natürlich diese Situation, wir wissen ja nicht, was dann als Produkt wirklich am Ende kommt, aber da einfach nur ein
ein paar Euro sozusagen in den Ring zu werfen, mal lapidar gesagt, und dann zu sagen, komm, wir machen dafür ein bisschen Free-TV und dann können die Leute zu Hause bleiben, können es gucken, wird meiner Meinung nach nicht funktionieren und ist für mich ein fatales Zeichen, nervt mich auch tierisch, aber ihr habt ja schon alle gesagt, es ist ja noch nicht ganz offiziell, wir wissen noch nicht, welches Produkt uns am Ende wirklich erreicht, aber wenn es wirklich so kommen sollte, kotzt es mich richtig an, weil die Leute wirklich ewig Zeit hatten und wissen auch, was da auf dem Spiel steht. Denn wenn dadurch wieder Probleme auftauchen, die eindeutig auch immer wieder auf Samstage oder irgendwelche Konferenzen zurückzuführen sind, die Leute haben ja eine gewisse Inkubationszeit, da kannst du ja dann schauen, was ist da los, warum steigen die jedes Wochenende so krass, die Neuinfektionen etc., dann kann das schnell vorbei sein und auch mit der nächsten Runde. Also das ist zum Kotzen, ne? Das geht mir richtig auf den Sack. Aber du hast recht, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch viel bei Twitter gehört und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Kerbe, die der Basti einschlagen will, muss man vielleicht auch an dieses vernunftbegabte Wesen des Menschen denken, der vielleicht auch gewisse Dinge dann dementsprechend handhabt und vielleicht halt sich nicht mit 20 Leuten trifft. Das ist halt genau die Sache. Also ich finde beispielsweise, finde ich total dämlich, dass das Erste, was jetzt gestern Abend beim Bayerischen Rundfunk besprochen wurde mit Uli Hoeneß, was machen die marodierenden Ultras jetzt, wo ich mir auch stelle, was ist denn los mit euch? Momentan die Vernünftigsten. Also da muss man auch noch dazu sagen, dass Seifert auch auf dieses Thema in dieser Pressekonferenz angesprochen wurde. Wie gehen Sie mit dieser Situation um, wo er auch ganz klar gesagt hat, naja, was wir hier machen, ist quasi unser Produkt weiterführen und wir müssen uns auch einfach darauf verlassen, dass die Leute eine gewisse Grundintelligenz haben und sich auch daran halten. Und das gilt auch für meiner Meinung nach für viele andere Dinge auch. Was er auch ganz explizit dazu gesagt hat, ist, er hat sehr explizit die Fanszenen dafür gelobt, wie sie sich verhalten haben in den letzten Wochen und hat auch ganz klar gesagt, dass die nicht so dumm sind, um den Kritikern genau diese Bilder jetzt zu liefern, sondern sich sehr wohl an diese Vorgaben halten werden und eben jetzt nicht in marodierenden Horden vor den Stadien stehen, weil sie ganz genau wissen, was dann da auf dem Spiel steht, nämlich die Liga und auch in vielen Fällen die Vereine, die auch abhängig davon sind, dass gespielt wird, damit Geld da reinkommt. Und das glaube ich allerdings auch, dass dann natürlich irgendwie hier diese Feierabendfans vielleicht irgendwie sich zur Bierparty auf dem Balkon treffen. Okay, aber die würden das auch in einer anderen Situation machen. Die stehen auch heute schon mit 15 Mann am Kiosk, wenn das Ding nächste Woche wieder aufmacht. Auch ohne, dass die Bundesliga stattfindet. Also das macht auch keinen großen Unterschied. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde tatsächlich, diese Sorge ist tatsächlich auch ungerecht und das ist tatsächlich wieder tendenziös zu denken, das ist jetzt die Gefahr. So, das ist mit Sicherheit die kleinste Gefahr. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Ultragruppierungen das komplett ablehnen, das ignorieren werden und da gar keinen Bock drauf haben. Das stimmt, ja. Und die werden einen Teufel tun, das machen, weil wie gesagt, die haben tatsächlich in vielen Städten sind die Ultras diejenigen gewesen, wir haben bei 93 auch dieses Bild angesprochen, was Axel mir gezeigt hat, da wo der Kardinal von Köln mit den Ultras dasteht und sich bei denen für ihr soziales Engagement bedankt. Da ist tatsächlich, die werden den Teufel tun und dann zum Stadion fahren und das irgendwie torpedieren. Ja. Also das ist halt auch unfair und zeigt tatsächlich, dass die keine Gelegenheit und selbst solche, wo es wirklich um dramatische Dinge geht, nicht auslassen, was Dietmar Hopp auch schon gemacht hat, der sich ins fucking Sportstudio stellt, zu seinem fucking Impfstoff befragt wird. Wir reden hier über eine weltweite Krise und der im dritten, vierten Satz sagt er, ja, die Anfeindung, ich bin auch bereit, das zu vergessen, wenn das jetzt aufhört. Ganz ehrlich, und dann haben die Ultras gefragt, wollt ihr euch dazu äußern? Die haben das Sportstudio virtuell angeschaut und haben gesagt, ihr wollt uns verarschen. Gibt's gerade keine anderen Themen? Und ganz ehrlich, und solche Sachen, allein, dass die Frage da gestellt wird, das ist eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ja. Was ist denn los? Brauchen wir immer irgendeine Gruppierung, auf die wir draufhauen können, egal wer es ist, in solchen Situationen? Weil jetzt reicht's langsam, ganz ehrlich. Bürodebatten, Digidebatten, alles wird immer in diesem Kosmos geführt, teilweise auch übertrieben gesamtgesellschaftlich. Aber jetzt, Leute, jetzt muss tatsächlich die Zeit des Anstandes sein, zu sagen, sowas wird jetzt sein gelassen. Fertig, aus. Selbst wenn es ein paar Idioten gibt, wie René gesagt hat, die das machen, dann gibt's die. Aber bitte, Leute, jeder Populist soll sich da bitte zurückhalten. Allein die Hoffnung habe ich nicht, dass es passieren wird. Aber es macht mich jetzt schon wütend, wenn jetzt schon, ohne dass nur was passiert ist, diese Möglichkeit in den Raum geworfen wird. Diese Vorverurteilung, die da automatisch stattfindet, ist ja sowas von fürchterlich. Mein Gott, Leute, das ist ja nicht zu fassen.
Genau, aber abseits von diesen merkwürdigen Leuten, die genau solche Sachen wieder tun, glaube ich nämlich eben eigentlich nicht, dass jetzt beim 27. Spieltag irgendwie sich Gruppen treffen und davor sitzen. Das ist Bullshit. Es geht hier um, man muss realistisch sein. Es geht um Leute von maximal acht bis zehn Leuten, die ganz gern Fußball zusammen gucken können. Ja, da wäre es für mich halt sinnvoll gewesen, die Bundesregierung sagt, wir öffnen es generell für alle bis zu 5 Personen. Gruppen bis zu 5 und dann wäre das Problem auch wieder ein anderes gewesen. Weil du könntest ja durchaus eine gewisse Routine reinbringen, dass irgendwie gesagt wird, hier Leute, trefft, wenn ihr zu 5 seid, trefft euch halt regelmäßiger zu 5, so wie familienähnliche Verhältnisse oder so, dann wäre das ja überhaupt, weißt du, dann hättest du das ja super überspielen können, ja. Unproblematisch, so ist es halt jetzt, das hat man unnötig eigentlich liegen gelassen. Das finde ich halt ein bisschen scheiße so. Aber es wird jetzt nicht dazu kommen, dass jetzt irgendwie Millionen Leute sich jetzt dazu treffen. Keine Ahnung. Ja, also zumindest nicht in der normalen Saison. Wir müssen vielleicht nochmal gesondert darüber sprechen, über die Relegation oder so, weil dann gibt es wieder gesonderte Verhältnisse. Aber ich glaube, normal kann ich es mir ja nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Also das ist jetzt erstmal so das Vorgehen, mit dem die DFL da jetzt heute um die Ecke kam. Ich glaube, da wird sich jetzt auch das ein oder andere noch ein bisschen einrütteln, bevor es dann tatsächlich am 16. mit den Spielen beginnt. Und ich glaube, das wird dann tatsächlich auch für uns, wie Basti vorhin schon gesagt hat, nochmal ganz spannende Folgen. Erst recht die eine Folge dann nach dem ersten Spieltag, wenn wir alle mal explizit drauf gucken können, wie sehr uns denn dieses Produkt Geister, Bundesliga, Corona-Time, wie auch immer wir es dann nennen wollen, gefallen wird oder auch nicht. Ja, ich finde aber tatsächlich, das sollten wir jetzt schon besprechen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir das, also das gehört mit zur Diskussion dazu. Ja, dann. Also ich finde, wir haben jetzt die rein objektive Ebene beleuchtet. Ich finde aber trotzdem, dass wir die subjektive ruhig auch schon mal thematisieren können, weil ich das jetzt objektiv trotz der Lücken, die es hat, und da kann ich auf dem Video von Manu Thiel übrigens auch verweisen, der das Sicherheitskonzept nochmal deutlicher auseinandergenommen hat. Es hat natürlich seine Lücken. Ich würde trotzdem sagen, dass da wurde viel probiert und wir hoffen, dass es gut geht. Ich glaube, das ist halt tatsächlich die Hoffnung, dass der DFL, aber aus einer persönlichen Art Sicht sehe ich das durchaus wesentlich kritischer, wenn ich ehrlich bin. Hau rein, Marvin. Erzähl, ja, gut, okay. Was sind deine Punkte in dem Bereich? Naja, also tatsächlich habe ich extrem viele Bauchschmerzen. Also zum einen kann ich das total verstehen von vielen Ultras, die sagen, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf haben, dass sie halt, und für mich ehrlich gesagt fehlt emotional, wir haben in den letzten Wochen auch schon viel darüber gesprochen, wie es ist, andere Sportarten ohne Fans zu erleben. Das ist natürlich bei weitem nicht so gut. Und dann kommt noch die Ebene dazu. Du merkst natürlich, also dass es hier wirklich nur um kommerzielles Produkt geht, das ist natürlich auch die Sache. Aber dazu kommt halt auch noch die Tatsache, dass ich ehrlich gesagt extreme Bedenken habe, dass die Eintracht dadurch in den Strudel der Negativität gezogen wird. Weil ich sehe da ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Positives. Also keine Ahnung. Also ich mache mir da in verschiedener Hinsicht große Sorgen. Da würde ich gerne kurz dran einhaken, Marvin. Gerade mit dem Punkt mit pessimistische Art ist der falsche Ausdruck, aber dieses, ich glaube, die Eintracht wird da Probleme haben. Ich denke, alle werden Probleme haben, insbesondere die Mannschaften, die einfach auch vorher nicht über ihre super Spielstärke reinkommen sind. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es fehlt vielleicht ein bisschen der Rhythmus etc. Ich glaube aber tatsächlich, dass für die Eintracht auch eine Chance ist, aus diesem negativen Strudel, den wir jetzt vor der Corona-Pause hatten, vielleicht auch ein bisschen ausbrechen zu können. Vielleicht kommt der ein oder andere Spieler ein bisschen fitter und vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht sind ein paar Ideen. Auch ich muss tatsächlich sagen, für den einen oder anderen ist vielleicht sogar der Kopf mehr frei, wenn er eben nicht die ganze Zeit seine Freizeit-Quatsch-Sachen machen kann und sich auf das Thema Fußball konzentrieren muss, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nicht unbedingt für uns einen negativen Aspekt hat, was aber tatsächlich so sein wird, und das haben wir ja auch schon in mehreren Interviews jetzt von den Spielern gehört, dieses Anflammen, dieses ich gebe 110%, dann auch noch im Hinterkopf, du kriegst ja immer gesagt, bitte vermeide so weit wie möglich den Körperkontakt, schau, dass du mit den anderen Spielern,
Da bin ich gespannt, wie das auf dem Platz dann tatsächlich aussieht, ob manchen Spieler das nochmal durch den Kopf geht und dann eben die Zweikämpfe anders geführt werden, als wir das in der Vergangenheit kannten. Ist aber eine Situation für alle Mannschaften durchweg, durch die Bundesliga und zweite Bundesliga gleich. Also ich denke, wenn wir da ein bisschen, ich hoffe einfach, dass wir relativ früh in diesen Rhythmus kommen und das vielleicht nutzen können. Ich sehe es gar nicht so negativ. Das Negativste sehe ich bis hier im Moment immer noch mit diesem, die Fans, weil sie einfach saugeil sind in Frankfurt und weil sie richtig laut sind und richtig emotional sind. Ja, und weil es was zum Produkt hinzufügt. Und weil es was zum Produkt hinzufügt. Weil das natürlich es ist echt unfassbar viel weniger. Und das dabei, also tut mir leid, für mich ist es dann halt tatsächlich so, dass ich diesem Produkt einfach weniger abgewinnen kann, wenn die komplett fehlen. Und auf jeden Fall. Ich weiß, natürlich, und es ist ja so, aus beruflicher Sicht, auch gerade bei Basti und mir, wir gucken uns die Spiele eher an, zumindest am Anfang, werden wir auf jeden Fall auch interessiert reinschauen. Und es ist sowieso, auch Leute, wenn wir jetzt kritisch darüber sprechen und vielleicht auch eher negativ die Sache sehen, ist natürlich kann es sein, dass wir reinschauen und ganz ehrlich, dann ist es so. Auch diese Ambivalenz müsst ihr alle aushalten, trotz der Tatsache, dass wir vielleicht gewisse positive Sachen finden, gewisse negative Sachen finden. Niemand wird dafür gesteinigt, wenn er da trotzdem reinschaut. Das muss man auch mal so sagen. Ja, ich muss da denken. Das ist wichtig, ja. Im Endeffekt wissen wir es ja nicht. Wir wissen nicht, was es damit an uns macht, aber ich finde Marvins Aussage, die kann man jetzt, egal ob ein Spiel schon stattgefunden hat, definitiv unterschreiben. Das wird ganz was anderes. Ich werde mit Sicherheit nicht nackt durchs Nordend rennen, wenn die Eintracht gegen Gladbach gewinnt. Natürlich werde ich mich freuen, aber ich finde trotzdem, was Marvin sagt, ist ein wichtiger Punkt. Weil ich finde, die Saison war ein bisschen komisch. Wenn wir jetzt rein sportlich das alles betrachten, die Saison war ein bisschen merkwürdig. Du hast diesen Downer mit Basel ganz am Ende gehabt, wir haben in Leverkusen sind wir abgeschlachtet worden. Du hast so ein bisschen negative Tendenz gehabt, hast gedacht, na, die ganz pessimistischen, liebe Grüße an Herrn Lossner, die gehen schon davon aus, dass die Eintracht auch absteigen kann. Wenn man so ein bisschen denkt, na okay, da gibt's noch schlechtere, zu der Fraktion zähle ich mich eher, aber trotzdem darfst du nicht vergessen, die Eintracht wird auch jetzt nicht in eine emotionale, wir sind nicht aus einer emotionalen Saison rausgerissen worden, zumindest in der Bundesliga. Also wir sind nicht rausgerissen worden, dass wir dachten, geil, wir greifen Champions League Plätze an, sondern wir so, hoffentlich wird's eine langweilige Saison. So, also das haben wir dann gehofft, weil wir gedacht haben, dann haben wir mit unten nichts mehr zu tun, oben auch nicht so. Das war die Phase. Und dazu kommen jetzt Geisterspiele. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das wird maximal 20% der ursprünglichen Emotionen hervorrufen, weil halt das drumherum auch fehlt. Das fehlt, dass du dich mit deinen Jungs triffst. Es fehlt, dass du danach feiern gehst. Es fehlt, dass du gemeinsam erlebst, wenn die Eintracht eine 90 Minuten ein Tor schießt oder kassiert, dass du es teilst so. Das wird alles ausfallen. Ja. Und das sind tatsächlich über 50% plus das, was ich eben gesagt habe. Diese 20% haben in der Saison dann in der Bundesliga zumindest sowieso dann irgendwann gefehlt, weil du irgendwann frustriert warst, dass diese Chance nicht genutzt wurde, zu sagen, okay, wieder oben dran. Unnötige Niederlage gegen Union, wir erinnern uns, bla bla bla. Das wird tatsächlich bei mir dazu führen, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass bei mir maximal 20-25% normaler Emotionen da, das ist schon hochgerechnet. Noch trotzdem, was Marvin auch gesagt hat, das sind immer noch mehr als null. Also das ist immer noch mehr als gar nichts, zu denken, okay, ich werde es mir natürlich werde ich es anschauen. Wie ich es erleben werde, weiß ich noch nicht. Und was Marvin sagt, ist der wichtigste Punkt. Egal, wie wer das erlebt, es ist alles richtig. Weil das ist nichts, da gibt es keinen. Keiner kann zu einem sagen, ja, du bist so drauf, Leute. Jeder wird individuell in seiner Gruppe oder vielleicht ein bisschen merken, wie das für ihn ist. Und ich bin da sehr gespannt. Also ich bin selber auf mich gespannt. Ich bin selber, wie die Leute es annehmen werden, ob manche Leute gar nicht interessiert. Weil was Marvin sagt, ist nämlich der nächste Punkt. Für Leute, und dazu würde ich mich sogar fast latent auch dazu bezählen, auch wenn es nicht so krass, für Leute, die tatsächlich an der Schwelle waren, zu denken, okay, das ist nur noch Kommerz, macht nichts mehr mit mir. Ich glaube, die Leute wird das gar nicht anfassen, die werden sich das nicht anschauen, weil das so ein Ausstiegsszenario für die ist, zu denken, ganz ehrlich, ihr wollt das nur wegen dem Geld durchdrücken, nur wegen Fernsehgeldern. Das ist mir jetzt nochmal komplett bewusst geworden. Und auch die würde ich dann verstehen, wenn die sagen, nee, das gibt mir nichts mehr. Ja. Deswegen reden wir hier tatsächlich nur, und das finde ich gut, dass Marvin das nochmal eingeordnet hat, zu sagen, ganz ehrlich, natürlich reden wir hier, wie wir gerade reden, über diese Sondersituation, dass wir uns alle wünschen würden, dass es normal läuft. Und selbst wenn es normal läuft, dass da auch noch Sachen gibt, die uns abfacken. Das ist klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Diskussion gerade zu führen, weil wir tatsächlich aus einer Situation kommen, die uns alle aktuell noch überfordert, die uns in den vergangenen Wochen überfordert hat, die uns die nächsten Wochen noch überfordern wird. Und das wird ein weiterer Baustein sein. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass das mit in meine normale Emotionalität reinkommt. So, weißt du, also wenn ich jetzt, ich habe so Wellenbewegungen, es gibt einen Tag, geht's mir gut, einen Tag geht's mir schlecht, einen Tag geht's mir gut, einen Tag geht's mir schlecht. Wenn an einem schlechten Tag die Eintracht spielt, interessiert mich vielleicht nicht. Wenn ihr gerade an einem guten Tag spielt mit der Gesamtsituation, raste ich vielleicht aus. Ich habe keine Ahnung. Also ich
bin sehr, sehr gespannt. Das Einzige, was ich unterm Strich jetzt schon sagen kann, ich will, dass die Eintracht drin bleibt und das Bremen absteigt. Mehr will ich im Mund haben. Und dass Leipzig nicht Meister wird. Sorry, vergessen. Mhm. Ja, ist auch vollkommen okay. Ich finde es vollkommen gut, dass man, auch wir müssen da auch da natürlich überhaupt kein abschließendes Urteil fällen. Wir müssen auch sehen, wie das Ganze auf uns wirkt. Wie du, ich finde es auch gut, dass du schon besprochen hast, dass natürlich auch vollkommen legitim ist, wenn die Leute, die jetzt, und oh, ich habe auch mit ein paar gesprochen, da, die sagen, für die war das jetzt der letzte, ja, das letzte Tropfen, was es gebraucht hat, um das Fass eigentlich zum Überquellen zu bringen. Du sagst, nee, mir reicht jetzt, ich habe auch keinen Bock mehr. Vollkommen legitim, das kann ich verstehen. Ich muss auch tatsächlich sagen, wir reden hier lang schon in diesem Eintracht-Podcast über die Eintracht. Und wir haben auch in der Zeit, in der es wirklich nicht gut lief, auch schon Professionalisierung gefordert. Wo du echt gedacht hast, okay, ich erinnere an das Bild vom trottligen Kellner, was der Basti geprägt hat wie kein zweiter. So. Und jetzt haben wir natürlich das Glück, dass die Eintracht diese Professionalisierung durchgezogen hat, angestrebt hat, auch kultiviert hat, auch perfektioniert hat im Hinblick auf andere Bundesligisten. So, natürlich geht aber in einer gewissen Art und Weise mit der zunehmenden Pervertierung der gesamten Bundesliga eine gewisse Entfremdung einher. Und diese Entfremdung, die kann man stückweise stoppen, aber für andere ist die schon vorher eingetreten, weil diese die Bundesliga anders kennengelernt haben und die sind jetzt entfremdet. Das kann ich komplett nachvollziehen. Und trotzdem ist es ja kein Drama, wenn andere noch mehr dabei sind. Dann sind halt, denn Bewer hat das in einem Tweet mal geschrieben, mögen andere Generationen nachkommen. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Und das ist auch vollkommen legitim. Ne? Aber es geht nicht darum, es geht kein Gegeneinander. Der eine hat noch ein Gefühl, der andere hat keins. Wir wissen auch gar nicht, was das Gefühl sein wird nach dem ersten Spiel. Wir müssen es abwarten. Und ich glaube, dafür sind wir halt auch da. Ja. Also Stand heute freue ich mich tatsächlich drauf, so ein Stück weit, dass das wieder losgeht, auch wenn das vielleicht nicht das gleiche Gefühl ist, aber allein die Option zu haben, am Wochenende wieder auf gemeinsames Gepöbel auf Twitter, Grüße an die Zambrine, weil wieder irgendeiner 3 Meter zu langsam war, allein darauf freue ich mich schon. Und ja, ich sehe auf der einen Seite zwar auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Eintracht ohne diese Fansituation dann vielleicht Schwierigkeiten hat. Ich sehe aber auch durchaus eine Option, dadurch, dass es jetzt dieser Neustart war und wir uns alle oder die Eintracht-Spieler sich so ein bisschen kalibrieren konnten und vielleicht jetzt auch den anderen so ein bisschen die Abgestimmtheit in diesen Abläufen fehlt, auch eine gewisse Chance für die Eintracht, sich da jetzt einfach neu in das Thema reinzukämpfen. Von daher freue ich mich tatsächlich, wie gesagt, drauf, dass dieser Versuch da so ein Stück weit startet. Also ich finde es krass, also sorry, wenn ich da nochmal jetzt, weil ich hier so viel Redezeit habe, es tut mir leid, aber ich finde es natürlich insofern krass, weil rein spielerisch kann ich da dem Ganzen ohne Fans, ich kann es schwierig imaginieren. Also ich kann mir das echt schwer vorstellen, wie die Eintracht ohne Fans in den Spielbetrieb startet und auch in eine Angriffsbewegung startet, weil wie das zuletzt, wie gesagt, ich habe ja das negative Beispiel mit Basel in den Augen, natürlich gab es auch Marseille, wo das ganz anders war, wo du auch eine andere Truppe hattest, aber es war halt so, du bist gefühlt da nie ins Spiel gekommen und die Eintracht muss sich natürlich jetzt in diesen Schub versetzen. Tatsächlich, und sorry, wenn ich jetzt da schon wieder mit anfange, das kommt Woche für Woche, auch da kann man vom Wrestling lernen. Ja, also schwierig es ist, aber auch für die ist es natürlich eine ganz eigene Situation gewesen, sich vor absolut null Zuschauern wieder in diese Stimmung zu versetzen, überhaupt eine Leistung abzuliefern. Das funktioniert irgendwo da auch. Vielleicht muss man da auch mal drüber nachdenken, wie das überhaupt funktioniert. Aber das wird für die eine Extraleistung sein. Aber ich glaube, auch so eine Mannschaft wie die Eintracht oder wie generell der Profifußball hat auch Psychotherapeuten, die vielleicht darauf hinleiten können, eine andere Motivation zu holen. Und vielleicht, wie du der Dennis vorhin schon richtig gesagt hast, für den einen oder anderen ist es sogar ganz gut, dass es gar keinen Zuschauer gibt. Dann kann er relaxter spielen. Ich weiß es nicht. Ja, ne? Und es ist ja vielleicht dann auch wirklich so ein bisschen, je nachdem, wie die Gemeinschaft in der Mannschaft dann halt auch einfach da ist, wenn du dich da gegenseitig so ein bisschen pushen kannst, dann hast du es vielleicht wirklich als Team, wo auch wenn es mehrere Krüppchen sind, aber wo halt Krüppchen sind, ist vielleicht auch einfacher, dir gegenseitig in so einer Situation zu helfen, als bei einer Mannschaft, wo du vielleicht super tolle 11 große Talente hast, die sich aber alle gegenseitig nicht abkönnen. Also das hilft dir in solchen Situationen vielleicht auch unterschiedlich. Und ja, Basel war schwere Kost, aber da sind wir auch so ein Stück weit aus diesem Loch rausgekommen. Und vielleicht rede ich mir das jetzt auch selbst gerade ein. Nee, aber allein diese Hoffnung, jetzt diese Zeit dazwischen gehabt zu haben, wo vielleicht auch die Spieler jetzt nochmal über, weiß ich nicht, Videokonferenzen, WhatsApp-Nachrichten, was auch immer, vielleicht auch nochmal mehr Nähe zueinander gefunden haben, dann da auch eine Mannschaft ganz anders auf dem Platz agieren kann.
die will ich mir jetzt noch nicht nehmen lassen. Vielleicht ist es in 2 Wochen totale Scheiße und ich sitze hier und sage alles irgendwie totaler Fick und geh mir doch weg. Aber schon heute will ich mir das nicht nehmen lassen. Ja, ich finde, René, ich will auch an dich appellieren, dass du das in 2 Wochen auch nicht nehmen lässt, weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal wirklich uns in dieses Tagesgeschäft eintauchen, die spielen erstmal gegen Gladbach und dann in Bayern. Also 08, 07. Also, da kann alles gehen, Basti. Ja, Leute, also ich glaube tatsächlich, dass wir die wirklich sportliche Bewertung, ich meine, emotionale können wir sowieso machen. Also ganz ehrlich, können wir machen, sagen, wie hat sich das angefühlt, bla bla. Aber eine sportliche Bewertung, finde ich, müssen wir aufpassen. Weil ganz ehrlich, gegen Gladbach und gegen München hätten wir wahrscheinlich auch mit 50.000 und 8.000 Auswärtsfans nicht gewonnen. So, also, ja, ist richtig. Und ich weiß auch gar nicht, ob du das überhaupt sportlich bewerten kannst. Ja, musst du ja. Gut, es wird Sport findet ja statt. Also da ist ja irgendwas, was du bewerten kannst. So, also egal, ob es schlechter oder besser ist. Ich finde tatsächlich, das ist eine Wundertüte, aber ich bin tatsächlich, meine Tendenz, was das rein Sportliche betrifft, ist tatsächlich auch eher negativ. Ich habe trotzdem noch diesen Fallschirm in meinem Kopf zu denken, das wird trotzdem reichen, um die Klasse zu halten. Und das ist tatsächlich mein einziges Ziel. Also ganz ehrlich, die Saison muss irgendwie zu Ende gewirkt werden, mit allem, was wir vorhin schon besprochen haben, mit all diesen Widrigkeiten, aber auch mit den rein sportlichen Widrigkeiten. Mit wie ist der drauf und wie ist das ohne Zuschauer. Die Eintracht muss tatsächlich sich in den Sommer retten. Mehr kann ich, glaube ich, nicht verlangen und dann bin ich auch zufrieden. Dann sind natürlich auch Gefühle ausgeschaltet, liebe Freunde, weil, überlegt euch, als noch kein Conora war, wie wir uns aufgeregt haben, dass trotzdem, und das Gefühl bleibt ja trotzdem da, dass die Transferpolitik diesen Sommer nicht ideal war und dass wir in diesem Sommer wieder vor entscheidenden Veränderungen stehen werden und eben nicht den nächsten Schritt gehen. Das können wir aber tatsächlich jetzt einfach nicht vorwerfen, so, sondern das ist jetzt tatsächlich einfach eine Sondersituation. Die Saison muss jetzt irgendwie zu Ende gebracht werden, irgendwie in der Klasse halten, dann im Sommer neu sortieren und dann, was wir vorhin auch schon besprochen haben, und dann zu wissen, okay, so ist die Situation und in die nächste Saison gehen wir auch so, weil wir es jetzt wissen. Und also wir haben jetzt die Erfahrung. Wir haben die Erfahrung von diesen, was sind es noch, 6 Spiele, 7 Spiele? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Noch mehr als genug tatsächlich, ja. Ja, und dann aber Leute. Und du kannst dich im Sommer darauf vorbereiten. Also tatsächlich, mein sportliches Ziel ist, in den Sommer retten. Sorry, Dennis. Gar kein Problem. Auch nochmal zu dem Punkt, eigentlich was mich interessiert oder ich bin gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ich bin erstens gespannt, mit welcher Elf wir spielen, ob es tatsächlich wieder die gleichen Leute sind wie vor der Krise oder der eine oder andere Spieler sich zurückkämpfen konnte. Das ist für mich ein interessanter Punkt. Und ja. Ich finde tatsächlich interessant, ja, Bastost, genau, wunderbar. Nee, aber auch eine andere Punkt noch an der Stelle, denn ich denke, wir sehen jetzt hier tatsächlich nach diesem Neustart, welche Mannschaft auch so ein bisschen underperformed hat, beziehungsweise welche ihre Leistungsgrenzen ausgereizt hatte und welche vielleicht im Endeffekt noch Potenzial in der Mannschaft hat, was nicht abgerufen werden konnte. Das finde ich total spannend an diesem ganzen, sage ich jetzt mal, Experiment, was wir jetzt die nächsten Wochen dann auch noch verfolgen werden können. Ob vielleicht ein Spieler, und das ist jetzt der typische André Silva, der ja mit, oh, das ist ja der geiler Transfer, geiler Typ, Dings, und konnte dann doch vielleicht nicht hundertprozentig seine Leistungsqualität abrufen. Vielleicht ist er jetzt tatsächlich nach diesem Neustart jemand, der das kann. Also das ist für mich was, wo ich weiß nicht, ob ihr da ähnlich das seht, ob sich da erstens was im Kader eurer Meinung nach ein bisschen ändern wird oder und auch zusätzlich, ob ihr denkt, dass vielleicht der ein oder andere Spieler auf ein Niveau kommt, was vorher so gehandelt wurde und was dann in der Saison nicht abgerufen werden konnte. Ich habe direkt einen im Kopf, als du das vorhin schon angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, Gacinovic macht jetzt 10 Tore. Ne? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir diese Situation, dass das einer ist, der tatsächlich öfters mal nervös wird. Vielleicht wird er jetzt komplett performen. Aber so eine wirkliche Vorstellung habe ich da tatsächlich nicht, muss ich. Also zu der Frage, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir natürlich nur vorstellen, dass tatsächlich angesprochener Bastos, auch wenn es lustig ist, dass der jetzt tatsächlich endlich mal wieder fit ist. Keine Ahnung, was er hatte, weiß er vielleicht selber nicht. Aber das kann einer sein. Ich glaube, dem ist es tatsächlich egal, wie viele Fans da sind. Ich glaube, das ist einer, der ist im Strafraum, der will Tore schießen. Das will er im Training ohne Fans. Das will er auch bei Geisterspielen. Also ich glaube tatsächlich, dass Bastos jemand sein kann. Alleine von seiner Mentalität und von seiner Spielart her. Der will, glaube ich, tatsächlich schon als Kind wahrscheinlich einfach immer nur Tore schießen. Und das ist ihm wahrscheinlich sogar in dem Moment, wo er das Tor macht, egal ob da 50.000 oder 0 zuschauen. Ja. Und das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich gehe auf beides mal ganz gerne ein, weil ich finde es interessant. Auf der einen Seite finde ich es spannend, Bastos zu nennen, weil
im Zweifel ist ja auch ehrlich gesagt, wir brauchen nicht so tun, als hätte jeder Spieler immer nur vor 60.000 Leuten gespielt. Die haben auch alle mal in der Jugend gespielt vor drei, vier Leuten oder so, ja. Und zwei davon waren nur da, um sich die Glühwein reinzupfeifen, der andere hat eine Currywurst gegessen, so. Und das hat niemanden wirklich interessiert. Also das heißt, die kennen auch alle das Spiel ohne großartig Zuschauer. Natürlich haben sie sich durch große Vereine, dann die Eintracht auch daran gewöhnt, mit großen Stadien zu spielen, aber ich glaube, dieser Weg zurück, der dürfte schon irgendwo möglich sein. Und das hoffe ich, und das sind auch Profis. Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall wirklich auch danach aufstellen sollte, wem es wirklich scheißegal ist. Vielleicht weiß es der Trainer auch, das sind die Spieler, die kann ich immer aufstellen oder die sind sogar total viel geiler drauf und die anderen sind anfälliger für Emotionen und für Stimmung und brauchen das Umfeld. Das kann, ja. Vielleicht weiß der das, ne? Und dann gibt es für mich noch einen Punkt und das finde ich, ist halt eine ganz, ganz wichtige Betrachtung. Darauf weiß ich noch keine Antwort, aber am Ende darf man auch nur die Spieler einsetzen, sollte man nur die Spieler einsetzen dürfen, die selber wollen. Und das ist, weil ja, Dennis, du hast vorhin... Ja, ganz wichtiger Punkt, der kommt viel zu kurz, finde ich. Ja, weil Dennis, du hast vorhin schon angesprochen, was sollen Spieler jetzt machen? Sollen sie so rangehen oder dürfen die gar nicht Abstand und so weiter und so fort? Ja, ja. Das ist ja genau der Punkt. Mhm. Das darf überhaupt nicht in den Köpfen stattfinden, ja, auch das wenn das natürlich implizit natürlich schon stattfindet. Aber auch da, sorry, dass ich wieder den Vergleich zum Wrestling mache, aber denen war klar, okay, die machen das jetzt in einem Closed Circle, die gehen jetzt dran, wie als wird es immer stattfinden, haben sich dann halt angefasst und so weiter und so fort, ne, alles mit Tests und so weiter und so fort, aber genauso muss es ja dann beim Fußball auch laufen, weil du die Tests hast, musst du sagen, okay, dem geht's gut, das heißt, ich kann den mal richtig schön von der Seite umgrätschen, aus die Maus, und wenn ich das emotional nicht kann, dann muss aber mir die Möglichkeit gegeben werden, ja. Und dafür muss die DFL sorgen, zu sagen, okay, du kannst nicht emotional fit, dann müssen wir dir das in Ordnung, dann muss es okay sein. Ja, ist richtig. Ja, aber das finde ich tatsächlich, und ja, wie gesagt, Marvin und ich machen das jede Woche überall, mit dem Wrestling vergleichen. Das ist aber tatsächlich genau der, weil beim Wrestling sind auch welche rausgefallen, genau deswegen. Das kann in der Bundesliga auch passieren. Ja, dass klar. Du tatsächlich, wie Roman Reigns sagst hier, das ist mir zu heikel. Ja. Ich bin raus, so. Und das muss ja den, und da bin ich gespannt, weil das muss den Spielern auch erlaubt sein. Aber da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, ob das tatsächlich so 1:1 auf diese idealistische Weise stattfinden wird, weil wir haben das auch immer wieder von ehemaligen Spielern gehört, dass die teilweise auch trotz Verletzung dazu gedrängt werden, hier jetzt Spieler machen. So. Also genau. Fit spritzen und hier riskier das mal und die Saison ist wichtig und sonst kriegst du keinen neuen Vertrag oder du bist verdrängt oder so. Also Fußball ist ja trotzdem immer Druck und der wird jetzt, glaube nicht, dass sich das von heute auf morgen, natürlich wird es irgendwie eine Sensibilität da sein, aber ich glaube nicht, dass von heute auf morgen gesagt wird, ja, hier, wenn du nicht spielen willst, gell, mach dir gar keine Sorgen, setz dich hin und spielt ein anderer. Also ich glaube nicht, dass diese Mentalität sich um 180 Grad sofort drehen wird. Deswegen bin ich da sehr gespannt und hoffe sehr, dass da nicht irgendwann rauskommt, dass irgendwelche Spieler, die keinen Bock hatten, spielen mussten. Also das würde mich tatsächlich wirklich ja, schockieren, muss ich sagen. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ganz ehrlich, du hast eben den Roman Reigns-Vergleich gemacht. Es wurde gesagt, es gibt keine Repression. Was ist jetzt passiert? Jetzt schreibt ja, er wird immer rausgemacht, ja. Genau, schneidet ihn tatsächlich schon aus, nicht nur aus Storylines raus, sondern aus Videosequenzen. Das heißt also, es gab auch Repressionen. Und es kann nicht sein, in dieser Zeit können nur die Leute spielen, die auch wirklich das wollen und die einfach Bock haben und so. Und wenn du keinen Bock hast, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, weil das heißt ja nicht nur keinen Bock, sondern es ist ja gleichzeitig eine emotionale Komponente dabei. Und dafür muss halt die Bundesliga tatsächlich auch Rechnung tragen, weil auch, sie hat eine Verantwortung und ich will jetzt nicht auf Enke und so weiter gehen, aber es ist im Endeffekt genau dieser Kreis, um den sich es auch dreht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Den darf man einfach nicht vernachlässigen. Das wollte ich nur noch einwerfen. Ja, ist ja richtig. Ja, also da musst du jetzt sehr sensibel mit den Leuten umgehen und ich glaube auch, dass das tatsächlich auch so ein bisschen die Marschrichtung dann auch für den Trainer bei der Aufstellung ist, weil spielerisch kannst du es jetzt nicht bewerten. Da hast du zwar so gewisse Eindrücke, aber wie das jetzt tatsächlich individuell bei den Spielern, gerade mit Fitnesslevel und so weiter unterwegs ist, das kannst du schlecht, glaube ich, jetzt beurteilen. Da geht es jetzt meiner Meinung nach in erster Linie wirklich darum, wer kriegt diese ganzen äußeren Umstände am meisten ausgeblendet. Ja. Das ist aus meiner Sicht das Hauptkriterium für eine vernünftige Aufstellung. Und da wird es halt dann wirklich spannend, da kann es, wie Dennis schon gesagt hat, sein, dass der ein oder andere, der jetzt aus Verletzungen zurückgekehrt ist, dann vielleicht auch eher wieder den Weg zurück in die erste Startelf findet als andere Spieler. Und dass sich das jetzt auch so ein bisschen dann über die einzelnen Spieltage
austarieren muss. Es sind übrigens noch 9 reguläre Spieltage plus das eine Nachholspiel, 10, ne? Also 10. Mhm, krass, schon recht viel. Genau, das Nachholspiel Bremen soll übrigens am 2. oder 3. 6. stattfinden. Das heißt, wenn die jetzt die Paarung so beibehalten, haben wir dann 2 englische Wochen hintereinander. Okay. Na gut. Ja, das liegt nämlich dann zwischen Wolfsburg und Mainz. Ja, also ich würde sagen, wir haben so versucht, das für uns so umfassend darzustellen, wie es uns möglich ist. Wir kommen nicht in allem zusammen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir merken aber, dieses Konzept hat seine Lücken, auch die sind offensichtlich, ja, aber es ist halt wie alles aktuell. Es hat alles seine Lücken. Es hat auch seine Lücken, wenn du jetzt wieder den Betrieb anfährst auch wenn der Söder dieses scheiß Programm jetzt fährt, dass jetzt jeder sich ein fucking Auto kaufen soll. Was ist mit meinem Fahrrad? Ich will auch ein neues Fahrrad kaufen. Kriege ich da auch eine Förderung für? Nee, offenbar nicht. Nur wenn es einen 5-Liter Dieselmotor hat. Aber genau, aber auch das läuft ja alles an und so weiter und so fort. Und es gibt und es ist natürlich, und du hast immer diese Barriere. Du hast das, was natürlich sinnvoll und geboten ist. Und auf der anderen Seite musst du aber auch sehen, also das, was die Virologen sagen, und du musst überlegen, wie du das wirtschaftlich reinbekommst. Und das ist immer ein Mischverhältnis. Und ja, man darf nicht sauer sein, wenn man halt was probiert und trotzdem aber auch auf die Experten hört, aber gleichzeitig Dinge probiert, weil es halt gerade bei uns ein bisschen besser läuft. Es ist ein Trial-and-Error-Konzept, wahrscheinlich gerade. Ja? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem. Da steht so dieser oftmals in unserer Kultur verankerten, wir wollen es erst 100% durchdekliniert haben, bevor wir irgendwas machen, Mentalität so ein Stück weit entgegen. Du kriegst halt momentan keine 100% Regelung auf dem Papier hin, die du danach umsetzen kannst. Ja, genau. Ja. Da müssen jetzt alle durch. Wir auch. Und ich hoffe, dass es allen gut geht. Wenn das Experiment funktioniert und wenn's, dann ist es, dann freue ich mich. Also und ich hoffe das einfach. Und ich hoffe, dass keiner einfach diese Sachen davonträgt, weil das kann wahrscheinlich echt schwierig sein, aber ich bin kein Experte. Aber ich hoffe, dass einfach alles gut geht und dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Und wenn es sich dann wirklich erweist, dass man dass selbst Laschet, dieser irrlichtende Politiker aktuell, einigermaßen recht behalten hat oder beziehungsweise Glück gehabt hat, ja, dann freue ich mich auch, weil das im Endeffekt heißt, dass es mehr Menschen gut geht. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein. Und gleichzeitig ist aber auch, und das ist halt ja auch, ne, wenn man über Fußball spricht, dann ja, die 20 Leute, die jetzt zu viel Geld verdienen, es ist halt dann doch ein bisschen mehr so einfach. Ne? Es ist halt auch Merchandise, was verkauft wird. Das heißt dann auch die Leute, die vielleicht im Fanshop arbeiten, und das sind noch ganz andere Bereiche, auch Journalisten, die da dranhängen. Es ist natürlich einfach mehr. Und es ist nicht immer nur dieses total plakative, ne, die da, weißt du, dieses typische, die da oben, ist es tatsächlich ja auch. Und damit macht man sich so einfach. Man muss das als Wirtschaftszweig betrachten und andere Wirtschaftszweige werden auch gelockert und dann muss man eine Abwägung treffen. Sie wurde jetzt getroffen, aber wie Basti vorhin auch gesagt hat, wenn das Ding nach 2 Wochen irgendwie komplett an die Wand fährt, ja, dann wird es halt wieder rückgängig gemacht. Oder dann hat man es wenigstens probiert. Ja. Ja, es ist natürlich auch eine Option für die Politik, auch darüber wieder auch Geld in so einen Wirtschaftskreislauf reinzubringen. Wie du schon gesagt hast, da hängen halt auch noch andere produzierende oder halt eben dienstleistende Gewerbe halt einfach mit dran, die du damit natürlich dann auch wieder so ein Stück weit unterstützt. Und auch das gehört in so eine Abwägungssituation halt einfach mit rein. Und ich möchte da ernsthaft nicht mit irgendeinem, der da irgendwelche Entscheidungen treffen muss, derzeit tauschen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort zu dieser Sache, weil es ist im Endeffekt so, da ist mit Sicherheit, und tatsächlich hatten wir im Fußball schon ganz viele Sachen, über die wir uns zu Recht aufgeregt haben, weil da ging es um Gier, da ging es um wirklich bewusst falsche Aussagen und kriminelle Handlungen fast schon in gewissen Bereichen. Das hier ist tatsächlich so, dass du den Leuten live dabei zusehen kannst, wie sie selber überfordert sind. Das hast du bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gemerkt. Keiner weiß es tatsächlich. Und dass diese wirtschaftlichen Interessen nicht von heute auf morgen weg sind wegen dem Virus, siehst du tatsächlich auch nicht nur an der DFL, bei aller Liebe, also sorry, das siehst du überall, das wird immer so bleiben, das ist teilweise tatsächlich ein Problem unserer Welt, wahrscheinlich für immer. Da wird die DFL tatsächlich, ist da für mich, und ich bin der Letzte eigentlich, das wissen wir auch von uns allen, die sind die Letzten, die die DFL verteidigen, aber da muss ich tatsächlich ein Stück weit zumindest probieren, in Teilbereichen zu sagen, das kann ich zumindest verstehen. So, also ist so, und man wird beobachten müssen.
Genau. Und wir sind später immer schlauer. Aber René, du hast in unser Chat geschrieben, wir holen eine alte Kategorie jetzt wieder raus. Jawohl, ich habe den Finger schon auf dem Jingle-Knopf. Natürlich lädt so eine Situation auch dazu ein, dass ich jede Menge Menschen, die viel dummes Zeug zu sagen haben, vor Mikros, Kameras oder irgendwelche sonstigen medialen Bereiche stellen. Und deswegen hat Marvin lang und breit doch drum gebeten, dass wir einen alten Bekannten wieder aus der Versenkung holen, nämlich den Dummschwätzer der Woche. Und deswegen drücke ich jetzt hier auf diesen Knopf für den guten alten Kalle-Jingle. Rumenigge, Rumenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rumenigge, Rumenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir über das Original sprechen oder ob Marvin hier seine Top 10 der besten Kalle-Kopien rausgeholt hat. Fang an. Das hat nichts mit Kalle Rummenigge zu tun. Tatsächlich fange ich ganz oben an. Also ganz ehrlich, der dümmste Mensch, den es aktuell gibt, der irgendwie eine Relevanz hat, fucking Attila Hildmann. Du absoluter Lurch. Bei allem Respekt, du Social Reject, also wie es Leute geben kann, die wirklich denken, dass es total sinnvoll wäre, irgend so ein fucking veganen Koch, der wirklich gute Bücher geschrieben hat, aber schon lange ein ziemlicher Miep-Miep-Sohn ist. Ich versuche das nicht zu sagen. Ich habe den ganzen Tag eigentlich nur dieses Wort. Ich sag mal Hundesohn, der trage ich vor mir, weil es kann tatsächlich nicht angehen, dass irgendein Johnny wie der Typ, der früher schon abgedreht war, weil er sich extrem teure Autos gekauft hat, ich halte auf vegan, ich mache halt nur vegane Kochbücher, der komplett abdreht in seinem Verschwörungswahn, aber dass es dann noch Leute gibt, und bei allem Respekt, Leute, wenn ihr hier zuhört und ihr findet Attila Hildmann geil und ihr teilt das, was, weil er Kenya FM geil findet, dann hört auf. Deabonniert diesen Kanal, Schluss aus die Maus. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, wer wirklich genau diese schwachsinnigen Verschwörungstheorien, dieses geistig minder bemittelten Typen glaubt und allen Ernstes glaubt, dass irgendein Mikrochip irgendwie eingepflanzt wird und deswegen soll es keine Impfpflicht geben. Es gibt erstens überhaupt keine Impfpflicht, du Lauch, informier dich mal wirklich. Also guck einfach, was in den Gesetzen steht. Ja, und denk nicht, dass irgendein veganer Koch jetzt im Verschwörungswahn tatsächlich das wunderbare Video herausgekramt, das hat er jetzt bei YouTube gemacht. Aber nee, das ist ja so geheim. Also ganz ehrlich, ja, es ist so geheim, aber dann steht es offenbar YouTube und Attila Hildmann hat's gewusst. Und der komische Ken Jebsen ist derjenige, der schon seit Jahren irrlichtet. Wie man den wieder aus der Versenkung holt, kann ich mir nicht nachvollziehen. Ich will überhaupt gar nicht über Xavier Naidoo sprechen, weil der Typ ist schon, der hat eine wunderbare Stimme. Aber wie so oft, wunderbare Sachen können auch echt die Scheiße sein. Du kannst auch 5 Kilo Pizza fressen, ist auch wunderbar, wirst du halt fett von, stirbst irgendwann. Aber das ist, und Xavier Naidoo hat eine wunderbare Stimme, ist halt trotzdem ein Schwachkopf. Und Attila Hildmann ist das ist unfassbar. Und dass Leute wirklich in seinen fucking Telegram-Chat gehen und sich dieses Gesabbel überhaupt geben, es tut mir leid, aber irgendwann hört es halt auf. Und ihr müsst auch irgendwann euer fucking Hirn einschalten, wenn ihr echt denkt, dass Attila Hildmann die Speerspitze der deutschen Intelligenz ist. Dann ist es wahrscheinlich genau der Intelligente, den ihr verdient habt, aber das ist leider nicht derjenige, der es wirklich ist, weil es gibt Leute, die sich 20, 30 Jahre den fucking Arsch aufreißen und wirklich eine Recherche betreiben und wirklich, wirklich echt versuchen, sich in Viren hineinzuversetzen, zu überlegen, wie gefährlich kann das und das sein, die wirklich eine Expertise dahinter haben, und dann brauchen die kein fucking YouTube-Video von irgendeinem Attila. Ja, das ist schlimm genug, dass er den Namen des heiligen Eintracht-Maskottchens trägt. Und also wirklich, ohne Scheiß, hört bitte auf. Es ist extrem erbärmlich. Dieser Attila Hildmann, den will ich nie wieder hören. Der soll vom Kanzleramt rumjuckeln und einen auf Mackie machen und dann bei der ersten Polizei kommen, okay, dann gehe ich halt heim. Ja, und nachdem er sich irgendwie mit Samurai-Schwert hat ablichten lassen, keine Ahnung. Leute, fallt nicht auf so irrlichternde Gestalten rein. Ich weiß, es sind schwierige Zeiten. Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, in diesem Wust von medialer Verunsicherung irgendwie noch zurechtzufinden, weil du hast täglich neue Meldungen. Was kann ich jetzt machen in Coronavirus-Zeiten? Was kann ich nicht machen? Aber fallt nicht so auf solche Verschwörungstheoretiker, auf solche einfachen Antworten rein. Es ist immer kompliziert. Wir versuchen hier im Eintracht-Podcast immer wieder zu sagen, es gibt nicht nur Schwarz, es gibt nicht nur Weiß, es gibt die Mitte. Und genau, wenn euch Leute solche einfachen Antworten
anbieten, dann wisst ihr, die haben oftmals einen ganz anderen Hintergrund. Und lustigerweise seht ihr, wenn diese Johnnies hier, wie Attila Hildmann, wenn ihr mal Dreiecken geht, oh, die wollen plötzlich alles nur Geld damit verdienen. Über Dreiecken wird dann nämlich irgendwie wieder ein Produkt für, angepriesen. Oh, das heilige Vitamin C, Dingsbums, Dingsbums. Und dann will ich dann wollen die nämlich alle nur Geld mit dieser Scheiße machen, mit eurer Dummheit. Lasst das nicht zu. Wirklich. Und ich, das ist, also bitte, ich will jetzt auch gar nicht mehr, ich will auch gar nicht mehr ranten, aber es ist ein fucking Hundesohn und lass es einfach sein. Tut mir leid. Marvin, atmen. Es war der erste. Ich habe noch einen. Aber ich hoffe, es hat vielleicht jetzt noch jemand was anderes. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt tatsächlich, wie manche Hörer, liebe Grüße auch an die Zambrine, die das öfters äußert, wie manche Hörer sich fühlen, wenn die sich freuen, wenn wir Sachen für sie äußern. So, gerade habe ich mich auch genauso gefühlt. So. Mich hat das tatsächlich beim Zuhören erleichtert. So. Also wenn das ein anderer ausspricht, kann das manchmal auch helfen. Also weil genau die Gedanken, und du hast dann Naidu angesprochen, ich finde tatsächlich, dann nominiere ich jetzt auch noch einen, der passt gut in diese Reihe rein. Das ist ja sowieso schon immer mein spezieller Freund gewesen. Detlef, die fucking Soest, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Du null! Dieser Typ, warum ist das überhaupt erlaubt, dass er sich äußert? Ich verstehe es nicht. Klar, Meinungsfreiheit, alles gut. Aber dieser Typ, was hat er gedacht, was er damit bewirkt? Und was ist, ich würde gerne ihn befragen, zu sagen, okay, du scheinst das und das zu hinterfragen. Was willst du jetzt? Was willst du denn jetzt? Willst du wirklich Aufstände provozieren oder was ist, willst du? Was willst du, dumme Sau, Alter? Ich will ihn einfach fragen. Was willst du denn? Was ist wirklich genau, was Marvin gesagt hat? Im Endeffekt ist das ein Markt, da geht es um Aufmerksamkeit ist heutzutage Geld. So, das will er dann machen, aber dann bitte nicht mit solchen gefährlichen Sachen. So, meine Grundrechte, bla bla bla, der kann nicht mal schreiben, mach 50 ein Fragezeichen dahinter, dann können wir gleich den nächsten ansprechen, Roberto Hilpert, der irgendwo bei Sky als Experte rumhüpft, der ja. Das auf so eine Kinderkanalweise bei Twitter, hallo, habt ihr auch schon von Conora gehört? Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Glaubt ihr, es gibt Conora? Ja, Roberto, wahrscheinlich schon, Alter. Ey, ohne Scheiß, also da hast du ja zwei unterschiedlich genannt, die aber irgendwie auch komplett Baller ist. Detlef fucking Disos, dessen einziges Lebenswerk ist, dass er andere Leute fertig gemacht hat und einigermaßen gut nach den Backstreet Boys tanzen kann. Es ist schön für dich und richtig Applaus, dass du in den 90ern bei fucking Popstars mir drei lichte Momente beschert hast, als ich durch meine Pubertät gegangen bin und die 16-Jährigen, die du da irgendwie gerade, als ich 14 war, als hast du die 16-Jährigen da gerade zum Tanzen gebracht, habe ich gedacht, das sind ja ganz hübsche Dinge. Also, das war das, was du geschafft hast. Nadja war sehr, sehr heiß, muss man schon sagen. Ja, natürlich, hat mir auch gut gefallen. aber dass er dann seine Lifestyle-Produkte vertreibt, wie sonst was, geschenkt, mach das, muss ja kein Depp drauf reinfallen. Aber dass du Suggestivfragen stellst, so nach dem Motto, man darf ja noch fragen. Ja, man darf auch fragen, aber man darf auch sagen, dass du ein absoluter Spacko bist, tatsächlich, der totale Suggestivfragen stellt und meint, er wäre jetzt möchte gern pseudo-intelligent, weil er jetzt drei fucking YouTube-Videos mit der YouTube-Universität abgeschlossen hat. Nee, Johnny, es ist nicht so. Es ist vielleicht ganz geil, wenn du jetzt mal rausgehst und deinen Baumtanz mit fünf anderen draußen in Berlin machst und einfach mal ein bisschen Luft schnappst und dann wieder reingehst und vielleicht dir was zu essen kochst und dann weiter tanzt, aber nicht die ganze Zeit vorm fucking Fernseher sitzt. Es wird echt mal Zeit, Brudi. Es reicht. Genauso, ja. Genauso dieser Roberto Hilpert. Schön, dass du auf Twitter angekommen bist. Ich freue mich, dass du da bist. Du kannst gleich wieder gehen. Keine Ahnung, was du gemacht hast in der letzten Zeit, aber es wird nicht viel Intelligentes gewesen sein. Es ist okay, dass du Suggestivfragen stellst und ich habe mir gemerkt, dass du in der letzten Zeit dann auch mitbekommen hast, dass der Shitstorm vielleicht nicht ganz okay war, aber vielleicht informierst du dich mal bei vertrauenswürdigen Quellen und suchst nicht die ganze Zeit bei YouTube oder was weiß ich sonst wo, dass du dann denkst, okay, du hast immer eine merkwürdige Quelle. Naja gut, ich klick's mal an. Leute, Scheiß Medienbildung ist wichtig und deswegen liebe ich unsere Lehrer und Lehrerinnen, die tagtäglich damit arbeiten, 13, 14, 12-Jährige, 18-Jährige damit zu betrauen und wirklich eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe in diesen Zeiten haben. Denen müssen wir übrigens unser Gehör schenken und da danke ich wirklich allen Leuten, dass die solche Missstände, geistigen Missstände irgendwann verhindern. Aber, liebe Leute, ich bin froh, dass der Roberto Hilbert wieder einigermaßen in Spur gekommen ist, aber bei Detlef die Soest, ja, dann tanz mal gegen Jordan, ey, meine Fresse. Es ist Wahnsinn tatsächlich, und wenn wir die Reihe jetzt abschließen, können wir Til Schweiger auch dazu nehmen. Wir können Til Schweiger dazu nehmen. Was ist denn los, der irgendwelche KenFM-Videos gutheißt und so ein Kram? Das ist gefährlich, Leute. Das kann nicht wahr sein, dass fucking Til Schweiger
wo Leute irgendwie sich irgendwelche Filme angucken, keine Ahnung, kein Ohrkatze, was weiß ich, wie die ganzen Nasenbären-Filme heißen, Alter. Dieser Typ hat... Dieser Typ hat tatsächlich eine Verantwortung, Freunde. Also jetzt, also was soll das? Ich bin tatsächlich teilweise sprachlos, da was solche Leute, und liebe Grüße an Stefan Reich, der mit einem Kumpel tatsächlich auch schon, das ist lustig vielleicht auf den ersten Moment, aber eigentlich nicht, zu sagt, okay, wir machen jetzt ein Promi-Bullshit-Bingo und schreiben jeder 5 Promis auf, wer als Nächster durchdreht. Das kann ja nicht wahr sein. Also tatsächlich haben wir haben gerade tatsächlich aktuell echt krasse Probleme, muss man sagen. Also es ist eine Krise, die ganze Welt betrifft, wo wir selber alle, das hat noch nie jemand von uns erlebt, diese Auswirkungen, bla bla bla. Dass das jetzt auch noch zum weiteren Kollateralproblem wird, das ist so unglaublich unnötig. Und das habe ich vorhin schon gesagt, Leute, das kann jetzt nicht sein, das darf jetzt erst recht nicht sein. Das muss, das gibt's nicht. Das macht mich noch wütender als sowieso schon. Wir hatten diese Diskussion ja tatsächlich auch schon immer mal, weil das Leute irgendwie in eine merkwürdige Richtung abdriften, hatten wir immer, gibt es auch tatsächlich einen Markt für. Aber jetzt ist das tatsächlich gefährlich und darauf habe ich keinen Bock, Leute. Also das ist, also ich finde gut, dass diese Kategorie zumindest heute ein bisschen wieder belebt wurde. Ne? Ich finde es gut, dass du Til Schweiger ansprichst, denn tatsächlich jemand, der im Endeffekt auch ein Tatort-Kommissar ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist immer noch eine Institution. Ja, so eben. Also, nicht jeder Johnny ist ein fucking Tatort-Kommissar und nicht jeder Johnny wird so auch gebackt von finanziellen Mitteln, wo es dann darum geht, dass er seine B-Klasse-Movies mit irgendwie fertigstellt. Also ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, aber auch bei ihm ist schon viel mal fehlgeschlagen. Ich glaube, es ist halt auch, ist auch nicht der Schlauste, ne? Aber auch das, du musst ja nicht mega intelligent sein, ich weiß, und ich finde es gut, wir müssen immer wieder sagen, es ist eine schwierige Zeit. Da können auch die normalsten Leute, können gerade mal eine schwierige Phase haben und können auch anfällig sein, weil sie halt frustriert sind, weil die ganze Situation einfach nicht einfach ist. Aber trotzdem, wenn man 3 Minuten KenFM googelt, der bis vor einem Jahr auch wieder komplett in der Versenkung verschwunden war und nur noch ein nischenhaftiges Publikum angesprochen hat, weil halt einfach eine extrem erbärmliche Kreatur ist am Ende des Tages. Und ganz ehrlich, ich verlinke euch gerne auf Sophie Passmann, die ich übrigens auch nicht mag. Die ist jetzt nicht mega sympathisch tatsächlich. Ja, also wirklich, wenn sie mal persönlich getroffen hat, da kannst du gute Momente erwischen, ganz schlechte Momente erwischen. Vielleicht hatte ich einen schlechten Moment, ist auch kein Drama, aber trotzdem ist sie fachlich einfach gut und hat ihn da ziemlich gut auseinandergelegt. Und deswegen empfehle ich das, auch wenn ich jetzt nicht ihr bester Freund, wenn ich beste Freunde werden oder so. Aber das, man muss ja auch eine Distanz dann dazu haben. Aber wie gesagt, sie hat das gut aufgelistet, man muss auch 3 Minuten nur googeln, dann weiß man, was das für ein Typ ist. Aber anscheinend machen sich 3 Minuten, ist anscheinend für viele zu viel Arbeit. Und jetzt noch eine Person, und da bin ich auch ruhig heute, keine Angst, fucking Olli Pocher. Du, Larry, bei allem Respekt, machst schon Podcasts, hast jetzt angefangen, nachdem, keine Ahnung, also schon ewig keinen Podcast gibt, bist du jetzt mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und machst einen richtig beschissenen Fußball-Podcast, was richtig erbärmlich ist tatsächlich. Du meinst, dass du jetzt hier der große Erlöser bist und jetzt hier die ganzen Influencer oder so jetzt auf Korn nimmst, das heißt, hast du dir wahrscheinlich ausgedacht, weil es hier den ein oder anderen Twitter-Account gibt, der das wesentlich besser pointierte und wesentlich weniger angriffig macht als du, aber mit deiner offensichtlichen Art und Weise der dummen Scheißerei hast du es jetzt geschafft, auch Leute persönlich so krass anzugreifen, dass ich echt sage, du kommst mal auf die Liste und jetzt will ich euch ganz kurz erklären, warum. Er meinte, er war jetzt mega cool, weil er jemanden, so eine Influencerin, die macht Scheiß, die macht Bilder, es interessiert mich nicht, soll die Bilder machen, aber weißt du, ganz ehrlich, soll die Bilder von ihren Kindern machen, die sind auch gar nicht, die siehst du auch gar nicht und so weiter und so fort, soll irgendwie für eine Scheiße werden, dann wirbt die halt für eine Scheiße, so, ist mir kackegal, dass der Olli Pocher meint, aber sich künstlich damit erheben zu müssen, weil er selber, ich zitiere, kleine miese Type ist, ja, und das merkst du nämlich an genau solchen Momenten, da hat er nämlich diese Influencerin, ich weiß den Namen gar nicht mehr, hatte entlarvt, dass sie früher ein Pornosternchen war. Und dann denke ich mir, fucking dude, so what? Dann war sie früher im Porno-Business. Lass sie im Porno-Business gewesen sein. Warum erhebst du dich und findest das jetzt mega geil? Und wenn sie eine Prostituierte war, war sie eine fucking Prostituierte. Ist auch scheißegal. Und es hat dich nichts anzugehen. Und es ist einfach richtig, richtig erbärmlich. Insofern, schöne Grüße an die Antilopen-Gang, die einen schönen Titel auch bei YouTube online gestellt haben. Kleine miese Type. Zitat von Harald Schmidt. Es ist immer noch wahr. Ciao und aus die Maus. Jetzt reicht's mir. So. Fucking Olli Pocher, ey. Geh wieder zurück, dass der überhaupt ins Fernsehen gekommen ist. Unfassbar. Jetzt bin ich ruhig. Ach du Jemine.
Ja. Ja, es hat sich einiges angestaut. Das merkt man ein wenig. Heidewitzka. Schön. Schön. Ja. Da habt ihr jetzt aber den ganzen Bodensatz zusammengekratzt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine illustre Runde. Ja, also Attila Hildmann, Oliver Pocher, Detlef die Soest, Roberto Hilbert und Till Schweiger. Ja. Das, da möchte ich gar niemand mehr ergänzen. Nee. Das ist schön. Das also ist alles, was du da jetzt ergänzt, fällt total hin. Mir geht es jetzt auch besser tatsächlich. Also insofern, keine Ahnung, jetzt kommen wir schon. Stand jetzt. Ja, aber es ist halt echt schwer, generell gerade zu ertragen, was da so manch einer meint, in irgendwelche Mikros oder sonst irgendwas sagen zu müssen. Also es ist echt fürchterlich. Wir haben es jetzt heute auch mal gemacht und wir lassen die Leute abstimmen und schauen mal, was damit passiert. Dann, ach stimmt, wir stimmen ja ab, ja, sehr gut. Genau. Bin sehr, sehr gespannt. Dann könnt ihr mal abstimmen, wer von diesen Menschen euer Favorit ist. Ich packe da alle Namen mal rein und dann gucken wir mal, wer da nächste Woche das Rennen gemacht hat. Also ich wüsste jetzt so spontan nicht, wer da der Oberlarry von ist. Ja, ich habe einen Favoriten, aber ich will hier die Wahl nicht beantworten. Ja. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich hätte einen Favoriten, aber nee, tatsächlich, nee, wüsste ich jetzt nicht. Müsste ich mal in der Nacht drüber schlafen, aber mal gucken. Unsere Hörer und Hörerinnen sind da ja sehr schlau und da bin ich mal gespannt, wen ihr da als euren Top-Dummschwätzer der Woche raushaut. Ich würde mich bei allen Kandidaten tatsächlich persönlich dazu bereit erklären, den Preis zu überreichen. inklusive körperlichem Angriff. Aber naja, dann vielleicht nicht. Da müssen wir auch so ein bisschen dich vor dir selbst schützen. Ich habe ein sehr, sehr großes Anwaltsteam. Also ich habe mittlerweile keine Angst mehr. Sehr gut. Lossy Legal ist am Start. Ja, nimmst du den sibirischen Bauarbeiter dann direkt mit? Nee, ich nehme Christian Lossner mit, der wird mich überall raushauen. Ja, meine ich ja, weil Marvin den noch irgendwann vor zwei Folgen als sibirischen Bauarbeiter enttarnt hat oder was. Das habe ich vergessen. Es ist halt ein Tier. Genau. Super. Machen wir das. Sehr gut. Sollen wir vielleicht die Runde noch mit was Positivem abschließen? Habt ihr noch Empfehlungen, dass wir hier vielleicht auf nicht. Auf jeden Fall. Ich habe keine Empfehlung. Ich habe noch eine ganz kurze Empfehlung, okay. Dann hau noch mal raus. Ja, genau. Eigentlich eine traurige Sache. Einer der Gründungsmitglieder von Kraftwerk ist gestorben. Ja, oh, ja. Ah, das stimmt, ja. Ja, und also Kraftwerk ist eine Band, die mich irgendwie seit langer Zeit begleitet. Ursprünglich übrigens, warum bin ich auf Kraftwerk gekommen? Ich weiß nicht, warum. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich zu Kraftwerk gekommen? Keine Ahnung, also irgendwahrscheinlich, weil ich mal früher hin und her geguckt habe und habe mir gedacht, okay, wo kamen die Ursprünge von meiner Lieblingsband Depeche Mode her und so weiter und so fort, wo haben die sich ein bisschen was angeguckt und so weiter und so fort und was waren die Einflüsse, und da war es natürlich ganz klar, dass einer der größten Einflüsse, sagen sie auch selbst, Kraftwerk war. Und jetzt ist Florian Schneider gestorben und lustigerweise bin ich übrigens dann auch wieder dazugekommen, mal ein Konzert sogar von denen zu besuchen, ich weiß nicht wie genau wann, das war schon ein paar Jahre her, in Frankfurt, war übrigens mit Roberto, schöne Grüße an dieser Stelle, waren wir gemeinsam und das war sehr, sehr cool. Und jetzt ist, wie gesagt, der Schreiber gestorben. Traurige Sache mit 71. Und es gibt aber eine richtig coole Doku, die Kraftwerk näher beleuchtet. Eine Stunde roundabout bei Arte, auch bei YouTube zu finden. Kraftwerk Pop Art. Guckt euch das mal an. Das ist eine richtig, richtig coole Doku. Zeigt so ein bisschen die Hintergründe auf und was das eigentlich für eine monumentale Band war. Auch wenn man natürlich den Rechtsstreit mit Moses Pelham im Kopf hat. Aber man muss sich eigentlich die Wirkmächtigkeit von Kraftwerk auf die gesamte Popkultur mal geben. Das ist unfassbar. Also kann ich euch nur empfehlen. Ja, jetzt ist mir doch was eingefallen im Zuge dessen. Was muss ich sagen? Ich kann tatsächlich... geht mal auf die Social-Media-Kanäle von der Batschkap, da geht es auch nicht so gut. Da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, die Batschkap zu unterstützen. Ich finde, das kann man als Frankfurter schon mal machen, wenn man noch ein bisschen was übrig hat, neben den ganzen anderen Aktionen, die gerade gestartet sind. Also, ja. Liebe Grüße an die Batschkap. Sehr gut. Guter Hinweis tatsächlich. Also so ein bisschen gute Tat der Woche mäßig, ne? Genau. Gute Tat der Woche könnt ihr dann machen, dann können wir euch die vorstellen, wer das gemacht hat. Nee, Quatsch. Wie gesagt, wir waren mit 93, waren wir live in der Batschkap. Ich hoffe, dass es im Dezember auch klappt und dazu muss tatsächlich es erlaubt sein und die Batschkap muss es noch geben. Also von daher, ich will im Dezember wieder da mit 500, 600 Leuten sein und Champs-Élysées singen. Also, liebe Freunde, Grüße. Das fände ich auch gut, weil ich habe tatsächlich ja auch für den, glücklicherweise für den
Frankfurter Termin eine. Du bist da, René, da werde ich dich persönlich auf die Bühne holen, wenn wir Champs-Élysées singen. Dann kannst du mich drauf mitsingen. Oh, verdammt, ich habe bloß meine Klappe gehalten. Das hast du jetzt hier zugesagt, hast du was gesagt. Genau. So. Ja. Das hast du jetzt hier zugesagt. Ich reiße alle mit, die rund um mich stehen, die schleife ich dann auch mit da hoch. Da müsst ihr dann alle mit. So, bis die Bühne voll ist. Wir scheißen so auf Abstandsregeln an dem Tag. So machen wir das. Das ist der Hashtag des Tages, genau. Genau. Ja, dann haben wir doch noch zwei kleine Empfehlungen und können ein bisschen positiv da rausgehen aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid jetzt vielleicht dann doch auch ein bisschen gehypt auf die Bundesliga oder könnt euch zumindest jetzt dank unserer langen und breiten Ausführungen zu dem DFL-Konzept nochmal so ein bisschen eine Meinung bilden. Vergesst nicht, für den Dummschwätzer der Woche abzubilden. Ganz große Nummer. Ich bin gespannt, wer hier nächste Woche den ersten Platz geholt hat. Guckt in unsere Empfehlung und ansonsten würde ich sagen. Man muss ja sagen, nur ganz kurz, es war eine sehr, sehr oft gewünschte Kategorie. Ich habe in den letzten Wochen auch extrem viele Rückmeldungen bekommen, dass sie auf jeden Fall wollen, dass es auch deren Lieblingskategorie ist und so weiter und so fort. Das heißt aber, wenn ihr alle sagt, ihr wollt das weiterhaben, müsst ihr natürlich auch viel abstimmen. Yes. Nur, ich meine, momentan bietet es viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier schon das Who is Who der Dummschwätzer der letzten Zeit abgebildet. Ich gehe aber davon aus, dass sich der ein oder andere schon bald wieder zum Horst machen wird, aber dafür brauchen wir natürlich. Naja, wir sind ja jetzt hier auf einem sehr nationalen Level. Also da gibt es ja auch den ein oder anderen internationalen Kandidaten, der sich da sehr weit nach vorne dringt. Oh boy. Immer mal wieder. Don't go there. Don't go there. Ja, Feierabend, bitte. Genau. Also von daher, wenn ihr diese Kategorie wollt, dann lasst es uns wissen. Stimmt fleißig ab. Wir freuen uns auf all euer Feedback. Und ja, ab nächster Woche gucken wir dann wieder ein bisschen detaillierter auf die Eintracht, auf Aufstellungen, auf Spieler und machen uns so ein bisschen warm für die kommenden Geister, Bundesliga, whatever, Spieltage. Wir lassen uns noch einen schlauen Namen bis dahin einfallen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein nochmal fußballfreies Wochenende und dann geht's danach wieder los. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey. Hey. Hey.